Also ich könnte jetzt jederzeit starten. Ich weiß nicht, ob wir noch warten wollen, bis Okay, das Chat, ihr Publikum. könnt rein. Da oben steht der Ich will noch ein Raumcode. bisschen warten. Bis das Publikum ihren Ich, Peak erreicht, wenn dann mache ich noch einen 150 Link Leute da rein. sind, starten wir. Vorher werden wir nicht loslegen. Oh shit, Gute Zahl. 150, schaffen wir das? Es ist Geht so rein, cool, Chat, wie auf die die Seite Spinnen dann gehen. dazulaufen. Das ist so Vorher fange cool. ich nicht an. RX, ja, Ja, das ist oder? übrigens kein A. Das ist ein R. 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 X, J, X. RXJX. Richard Das ist oh ja, so das ist John ein R. X. Ja, das, ich habe auch zuerst ein A eingegeben. Also wie Piraten. Weil die machen, so machen die halt. Ja, wie rechnen die? Nicht gut. Warte. Wie nicht gut. Was Weil ich die kenne nicht. Piratenfully. Also. Ich wusste, es muss einer mit Bart sein. Ein Joke, der super alt ist, aber ich kam nicht drauf. Aber Ja, da Bart. machen sie doch alles richtig. Monocho, 26 Monate als ob. Vielen lieben Dank. Das ist die Maximalzahl bei mir. Oh, ich kann den Raumcode vorlesen lassen. Bleib im Team und im Stream und beim scharfen Essen. Vielen lieben Dank. Oh, warum ist das so leise? Aber ist jetzt das eh Ist egal, auch was so vorgelesen wird, leise. Ja, oder? das Kannst du Game mich ist wohl wirklich lauter leise. machen? Ich kann Nee, noch lauter kannst du es machen. lauter drehen? Oder Mach mal. dann Nee, gönnen wir kannst uns du ein noch ein bisschen bisschen lauter Lautstärke machen, heute. bitte? Das wäre gut, wenn du aufregen, noch ein bisschen Kawaii. lauter machen könntest, Mann. Ja. Okay. Braucht ihr den Raumcode? RXJX. Ja, Das das klang, ist ein als würde Echo. danach noch was kommen, aber es kommt Okay, nichts mehr. wollen wir in die Mine steigen? Wir Ja, steigen in die ich will in die Pollenmine. Mine. Wir haben Ab jetzt rein da. 180. Na, ich glaube, es können auch mehr Leute 178, nach. 180. 180. Ihr könnt übrigens immer noch beitreten. Alter, also, 7. Solange es läuft, könnt ihr jederzeit rein. Stimmt, da müssen mindestens noch 5 Leute scheinbar kommen. Habe ich einige unerwünschte Gäste. Kommt oh, wir sind das Team Hirsch. Wir sind das Team, das Hirsch heißt. Als ob der jetzt Hirsch am meisten gewotet haben. Ich habe Hirsch am ersten am meisten gewotet. Hexe, die sich um euch Gegen den Cast vom Tatort. Ich zulassen, dass ihr alle hier auf ewig gefangen bleibt. Und wie soll ich euch nennen? Toll gemacht. Ja, toll gemacht. Toll gemacht. Scheiße. Der Cast vom Tatort. Wird eine meinungsbasierte Kommt schon eine Person noch, Gerät das kriegen wir hin. Bekommen. Wählt die Antworten, die am sind besten 189. zu euch passen. Ihr werdet eure Top 3 Antworten für jeden Prompt auswählen, den ihr bekommt. Das ist gerade nur ein Beispiel, denkt ebenfalls ja? dran, sie ja. eure Boah, die 187 war so schnell vorbei, das war safe. Eins bekommt die meisten Punkte, dann 2, 3 und so weiter. Alex Sobald Hirsch. jeder seine Wahl Danach sind wir benannt, hat, nach dem Creator von Gravity werde ich Falls. die Antworten von allen zusammenmischen und sie vom beliebtesten ich hab zum unbeliebtesten wortwörtlich sortieren. Genau darüber geredet, Na was du dann würdest. Fangen wir an mit. Mit welchem Gericht würdest du dich auf einem Date am meisten einsauen? Oh, gutes Thema. Ketchup. Oh. Familiengericht. Okay. Ich muss direkt sagen, darf ich das einblenden? Nee, oder? Wäre ungünstig, wenn du zeigst, was du willst. Ja, das sollte man nicht. Dann manipulierst du nämlich die Leute. Ja. Ich muss direkt sagen, Linguine Alfredo, nicht sicher, was das ist. Wahrscheinlich Nudeln. Chili Boah. Cheese Fries? Sind es Nudeln? Ich glaube schon, oder? Womit würde ich mich tatsächlich in beim Date am meisten einsauen? Zum Beispiel also so, Sub, so ein Subway Sub ruhig, ist ja super ja. sapschig und kann auseinanderfallen und so, aber eigentlich bin ich da viel zu kann einer mal einen Chat sapschig. Schreiben, was Linguine sind? Sind das Nudeln? Du kennst das Wort das sapschig sind Nudeln, nicht? Ja, ja. Linguini. Du kennst das Wort sapschig einfach nicht, Fuli? Nee. Okay. Es ist kennt aber ihr, kennt weich. Ihr es sapschig? Klingt so, als wäre es weich und, ja, und nass. Auseinanderfallend das war oder die so. Hälfte ja. eurer Zeit. Okay. Das wäre für mich sapschig. Ein guter Curry King Hawaii. Damit würde ich mich auch eklig. Aber cool, wenn das schon dabei wäre. Wann kommt ein Curry King Hawaii Update? Irisel, du bist im Chat. Wann? Ich denke, ich habe eine gute Auswahl getroffen. Ich glaube, don't Curry King Shame. Wie ich ihre kenne, schreibt das, schreib das wirklich direkt dann auf oder so. Mach Die das rein. Zeit ist fast um. Also beeil dich besser. Reden wir ja, bei Windbottle ja von richtigen oder aus dem Kühlregal? Wir reden von richtigen. Die Sahne muss ja in deinem Mund explodieren förmlich. King of Statement. Großartig. Und jetzt folgt mir. Das sind harte Zeiten, Leute. Meinungen also, sind wie Bauchnabel, jetzt, man braucht sie, um aus der Antworten Höhle zu entkommen. Eingesammelt habe, kann eure Aufgabe beginnen. Verstehe. Hinter dieser Tür liegt eure erste einfache Aufgabe. Findet die Top 3 Antworten, während ja, ihr den Rest vermeidet. Das geht auch für euch. Für jede richtige Antwort oh, gebe nein. ich euch eine schöne, helle Oh Karte. Nein! Ah gut, wir arbeiten alle zusammen, richtig? Ja, wir sind ein Team. Okay. Ja, wir sind ein gutes Team. 4 gegen 100, da 200. Wenn ihr alle eine Fackel mitgebracht habt, fangt ihr auch mit einer an.
Genug geplaudert. Legen wir los. Ich würde ja gerne noch ein bisschen plaudern. Fresse hier. Die erste Tür gehört euch. Was ein Glück. Wählt einfach eine Tür, von der ihr denkt, dass sie richtig ist. Ach, was ein Glück. Wir sind als erstes dran. Liegt, cool. Also. Liegt es an diesem Spieler, die Entscheidung zu treffen. Oh, ich muss es. Maeve. Oh, Maeve. Oh, ich schaffe das. Überzeugt mich mal, Leute. Unser Goalgetter. Aber diesmal liegt es nur an dir. Ich denke, ich muss dich nicht überzeugen. Also, redet darüber. Hast du eine, ich denke, eine Chili Cheese Fritten erklären sich von selbst. Ich habe das auch drin gehabt, auf jeden Fall. Nein, die Nudeln nein. auf Platz 1. Was? Nudeln? Warum Nudeln? Bist du Nudeln essen? Oh, hallo, bei Windbeutel. Bei den Fritten was? Muss man Puderzucker und Scheiße da drauf. Windbeutel, Windbeutel hab ich auch auf der 3. Warte ja, mal, warte, kurz. Zeug drauf. Windbeutel sind. Nein, da ist da geht's gar um das Zeug, das drin ist. Was für Windbeutel esst ihr? Na, wenn du einen richtigen Windbeutel hast, der wird. Pass auf. Die Windbeutel haben. Pass auf, Johnny. Johnny. Du nimmst eine Teigkugel und die schneidest du auf und dann kommt Sahne in die Mitte. Natürlich saust du dich da ein, wenn du reinbeißt. Hä, ich kenne Windbeutel so, dass man die so ein. Die steckst du so mit einmal in den Mund, dann sind die weg. Ja, das sind ja die Tiefkühl. Es gibt große. Es gibt auch diese großen. Ja, stimmt, es gibt große Windbeutel. Ja, aber das mit Erdbeereis in der Waffe ist übrigens auch ein sicherer Pick, möchte ich einfach nur anmerken. Ich habe mich auf Platz 1. Weil mir schmilzt das halt schon recht schnell weg. Ja, also ist ein guter Call. Ich schmilze mich nicht mal komplett ein, aber das ist schon am höchsten, die höchste Und hier werden ja auch die Antworten von den Zuschauern reingenommen. Komm, ne? Wir machen also, Erdbeereis, weil das ein Safe Call ist. Bei den anderen streiten wir uns schon viel zu sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns direkt so uneinig sind. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich war mir so sicher, dass wir alle die Nudeln sagen. Nee. Nudeln? Wie kann man sich mit Nudeln besauen? Niemand sagt die Nudeln. Was ist denn hier los? Also Suppe, Suppe würde ich auch noch sehen. Aber also Erdbeereis, das Erdbeereis. Wie kann man sich denn mit Suppe einsauen? Das ist Suppe! Hä? Nein, das geht schon ziemlich schnell. Okay. Was an Suppe ist denn so, ist denn so schwierig zu essen? Ich sag's mal so, ich bin mir sicher, dass ich weiß, was Platz 1 ist. Hä? Ich mein's ernst, wie isst du denn Suppe? Die Suppe, es ist so leicht, einfach dich voll zu saugen mit Suppe, weil es einfach Flüssigkeit ist. Das Potenzial. Das geht doch schnell, nicht, Johnny, was tu jetzt nicht so? Aber das Potenzial ist ja gigantisch, sich damit einzusauen. Ja, wenn man. Also sich ein. Also so muss man das Spiel besitzen, um mitzuspielen? Nein. Da sieht man die Flecken schnell, aber bei allen anderen Suppen ist das doch gar nicht so schlimm. Also das kommt mir nicht vor wie einsauen. Na, einsauen finde ich bei Chili-Cheese-Fritten eher gegeben. Chili-Cheese-Fritten, habt ihr das Publikum entschieden? Ja. Ich weiß nicht, wie man sich bei Chili-Cheese-Fritten. Ich weiß nicht, wie man sich auf bei Chili-Cheese-Fritten einsauen soll. Oh, weil drei! Das Tropf, das ist doch alles voll mit Zeug und du musst es mit den Händen essen. Können wir aufhören zu streiten? Das war nur auf Platz 3. Babys? Wir müssen Platz 1 finden jetzt. Chili Cheese Fritten, da fällt oh, ich bin dran, was auszuwählen. Auf dem Weg in den Mund. Du bist dran. Morgi, was sagst als bei du Suppe. Zu Platz 1? Johnny, du musst doch mal loslassen jetzt langsam. Hä, wieso? Worüber redet ihr denn? Über Platz 1, wir müssen entscheiden. Also okay. Ich denke, die Suppe ist ein starker Pick. Suppe oder Windbeutel? Ja, ich würde beides auch sagen, nicht oder drin. Windbeutel. Suppe oder Windbeutel? Ich habe beides nicht gewählt, aber... Ich bin ich für Windbeutel Frogger. Auf der 1 gehabt. Frogger, kannst du vielleicht einen Befehl machen für die Website und den Raumcode? Das wäre super. Also Jackbox.gg und Raumcode ist RXJX. Ich hatte Linguine und Hähnchen Tikka Masala. Ja, ich auch. Ich hatte Hühnchen Tikka Masala auch auf Platz 2, glaube ich. Was? Ich hatte und das Hühnchen ich fand's noch. Interessant, mit was Subway für Essen hatte ich auf dem dritten Platz. Weil Subway ich weiß nicht, wie man sich mit Suppe einsaut. Da mache ich immer Dreck. Du musst nur einmal das doof ankippen und du bist halt pass auf, Suppe. Pass auf, Leute. Ich habe einen starken Pick. Pass mal auf. Über beim Essen nein, bei kann ich kurz Suppe. Mal, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich hab die Fackel. Halt mal die bei Schnauze. Bei so Fritten oder so macht man halt das. Halt mal die Schnauze. Jetzt die Schnauze. Ja, ich bin ruhig. Also, wir haben nicht mehr viel Zeit. Pass auf. Die Leute, wir sind hier mit Leuten, die selber abstimmen. Und ich sage, sie haben alles Subway gesagt. Und das ist am, jeder saut sich, hat sich mal bei Subway eingesaut. Das ja, ist einfach auch. Alle Leute können sich damit identifizieren. Wir sagen ja, Subway. Auf jeden Fall. Ich hätte das auch genommen, wenn ich mich nicht. Also, wenn ich nicht schon so. Ich denke, ich glaube nicht dran, aber am meisten Leute haben Subway gesagt. Ich bin mir so sicher. War das Platz 1? Ja! Moggy, du fuckst. Also, ich sehe, dass nur was runterfällt bei Subway, aber einsauen? Moggy, das war stark. Mikrofon an sich gerissen und einfach mal gemacht. Ja. Gegamed. Das ist noch nie ein Sub gegessen. Ich habe noch nie einen Sub gegessen, wo der Teller danach nicht aussah wie Scheiße. Ja, aber du saust dich doch nicht ein. Ja, aber es kann ja anders essen als du. Und dieses Mal werdet ihr 4 Stimmen abgeben statt 2. Es ist Jackbox.gg, Rasek. Du solltest einfach mal lernen, Suppe zu essen. Also ich weiß auch nicht, wie man sich mit Suppe jetzt so sehr einsauen soll. Fully kann einfach keine Suppe essen. Ich glaube auch. Mir ging's ums Potenzial. Man saut sich viel mehr mit Suppe. Ich such dir den Bestie im miserablen Schlafanzüge aus. Fully, wie er keine Suppe essen kann, wäre ein gutes Fanart. Guck mal, da läuft auch allein, dass du Suppe mit dem Löffel isst.
ist so viel weniger Einsaugpotenzial als bei Chili-Cheese-Fritten oder bei einem Burger mit Soße drauf oder so. Das läuft dann ja auf die Hände. Das zählt doch auch als Einsauen. Das muss ja nicht irgendwie auf den Schoß tropfen oder so. Auf die Hände zählt als Einsauen? Natürlich! Warum? Wenn du sowieso mit den Händen isst? Ich bin fasziniert, dass ihr immer noch darüber streitet. Ja, was sollen wir denn sonst gerade machen? Ja, ihr sollt hier was auswählen. Ja, ja, aber trotzdem. Ich sehe auch was aus. Ich finde das super unterhaltsam, darüber zu streiten, ob auf die Hände Tropfen auch schon einsauen ist. Wie seht ihr das? Natürlich ist das einsauen. Okay, danke. Das ist schon einsauen. Ja. Hab ich verschwendet gesagt? Du musst ja dann so deine Finger ablecken und so. Selbst damit irgendwie Finger schleckend gut. Wonach soll ich das denn eigentlich gerade sortieren? Stimmt, warum nicht angenehm KFC sein? Fehlt da bei der Such dir den Besten dieser miserablen Schlafanzüge. Oh. Also soll ich das Beste vom Schlimmsten? Ich dachte, ich sollte den Unbequemsten wählen, aber okay. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Miserabel. Ach, die Besten der Miserabel. Oh, ich hab auch verstanden. Oh, ich dachte ja, die Besten Schlechtesten. Ja, ich weiß es nicht. Okay, ich hab's auch verstanden. Scheiße. Keine Sorge, Chat hat auch falsch abgestimmt, also alles gut. Ja, aber jetzt habe ich richtig abgestimmt tatsächlich. Okay, ich hab nochmal geändert. Jo, könnt ihr eigentlich Mods bei mir, Frogger Rasis, könnt ihr das Ausrufzeichen Jackbox in den Titel schreiben vielleicht? Könnt ihr den Titel editieren? Ich habe nämlich gerade Vollbildaufnahme am Laufen. Das wird eine schreckliche Runde, weil jetzt jeder ich nicht wusste, hier ein paar was Leute er abstimmen sagen, soll. Sie haben auch falsch abgestimmt. Könnt ihr alle lesen? Naja, selbst wenn man es richtig liest, ist die Bedeutung davon ein bisschen tricky. Dieses Mal suche ich nicht einfach nur nach den Top 3 Antworten. Man hätte das miserable Fisch weglassen sollen. Dann hätte man sich. Man merkt ja selber, dass die miserabel sind, wenn man sie liest. Antwort 2, 3 und 4, das ist einfach so willkürlich. Ja, fangt mal an, ihr kleinen Spinner. Ja, die sind schon so auf Hochtour gelaufen, Alter. Ich glaube. Was habt ihr auf Platz 1 gewählt? Ich glaube, mein Kreislauf ist noch nicht für dieses Spiel. Also, ihr dürft auf jeden Fall jetzt nicht Top 1 wählen. Nur 2, 3 und 4. Nee, ja. Also, ich will nicht sagen, dass ich der Typ bin, aber ich habe scheinbar den Latex-Bodysuit auf Platz 1. Warum das denn? War das das Schlimmste? Weil das fucking oder sexy das ist. Ich dachte, okay, es geht darum, was unbequem ist. Ich denke, das soll Mogi nehmen. Ich glaube, Mogi dachte, es geht darum. Ist nicht unbequemer? Die Ritterrüstung ist unbequemer. Mogi dachte, es geht darum, welche man selber am liebsten saugt. Das glaube ich nämlich auch, Mel. Das glaube ich auch. Ich habe die Ritterrüstung gewählt. Ach, T-Rex-Kostüm. T-Rex-Kostüm hatte ich sogar auch angewählt, weil das ist angenehm. Okay, pass auf. Sagen wir, Ritterrüstung ist auf Platz 1. Ich denke, das ist ein starker Pick. Oder kratziger Wollpullover. Nein, was ist denn? Kratziger Wollpullover ist auf der 1. Okay, das ist doch nicht Schlafanzug, schlechter Schlafanzug. Pelzmantel. Ja, es geht ja. Oder Latex-Bodysuit. Guck mal, die Überschrift ist ja auch völlig von. Guck mal, die Überschrift ist katastrophale Pyjamas. Ist jetzt auch schon wieder total andere Meinung. Ja. Vielleicht haben wir es doch richtig verstanden. Ich glaube, ein Latex-Bodysuit zum Beispiel ist schwer anzuziehen, aber wenn du ihn einmal anhast, ist er gar nicht so schlimm. Also kann man ja, darin pennen. Du darin schlafen? Ja, besser als ist auch voll bequem, aber eher als willst du darin schlafen? Besser als in der Ritterrüstung. Aber ich habe Pelzmantel noch drin. Ja, wenn es kalt ist, ne? Pelzmantel. Kratziger Wollpullover, weil ist irgendwie ich trotzdem nicht so schlimm wie sagen. Ich würde auch Pelzmantel sagen. Ja, Pelzmantel ist super stark, aber es könnte auch Platz 1 sein, wenn das Publikum das richtig verstanden hat. Ich denke, Ritterrüstung ist schlimmer. Es geht doch nicht darum, was schlimm ist. Aber die meisten haben es ja auch so verstanden wie wir, oder wissen nicht? Wissen wir das? Wer wählt denn also Johnny? Du wählst. Glaub ich. Johnny, mach uns stolz. Wähl aus. Johnny. Irgendwas? Entscheid dich. Johnny, Pelzmantel. Ich hab tatsächlich Pelzmantel habe ich gar nicht gewählt. Das war bestimmt Platz 1. Das sagst du jetzt erst? Es war Platz 1. Ah, es war Platz 1. Was? Ja, das ergibt Sinn. Platz 1. Wie, das ergibt Sinn? Was? Moggy, es geht darum, welcher davon am angenehmsten ist. Und ein Pelzmantel ist am angenehmsten für die Leute? Nein, es geht nicht darum, welcher der schlimmste ist. Aber nein, am angenehmsten habe ich doch gesagt, was willst du denn? Oh Gott, meine armen Adern, ich habe Kopfschmerzen. Der Raumanzug ist auch am angenehmsten. Hä? Ich schütze dich sogar vor Sonnenstürmen. Moggy, du würdest mit einem Helm schlafen? Mit einem Footballhelm vielleicht. Raumanzug ist am Wie angenehmsten. Mit voller Selbstverständlichkeit du gesagt hast, der Raumanzug ist doch der gemütlichste. Moggy ist einfach Sandy Cheese. Oh was? Okay, der kratzige Pullover ist safe Platz 3 oder 4. Wir werden vom Publikum zerrissen. Das ist der schlimmste Stream, um sich auszuprobieren. Ja, es geht ja das, was man. Du hattest auch Latex-Bodysuit gewählt. Ich würde sagen Latex-Bodysuit, oder? Ja, gehen wir rein. Okay, gehen wir rein. Let's go. Ja, Johnny, gehen wir schon mal rein. Und, wie erklärt ihr uns das jetzt? Ich weiß nicht, ich habe dir auch gewählt. Ihr habt keine Gegenworte geleistet. Ja. Kannst du nicht zuerst schweigen und dann sagen, Exakt. Komm, ist die 5, es war nicht so knapp. Weißt du, Moggy hört nur Latex Bodysuit und ist sofort into it. Wir sind gerade richtig Fully hat ihn gewählt. Willst du ihn King Shame oder was? Ja.
Ja? Nein. Hier wird nicht gekingshamed. Kingshamed. Ich sehe gerade, der Raumanzug ist klimatisiert und hat eine eingebaute Toilette. Also, Sefri für Johnny bedeutet katastrophal der beste Schlaf. Das ist natürlich nicht schlecht, denn, ne? Ja, hätte ich auch gesagt jetzt. Scheiße. Den habe ich gar nicht. Das ist doch so ein dummes Spiel. Fully, es geht darum, welche dieser schrecklichen Anzüge immer noch am angenehmsten sind. Das, so war die Frage formuliert. Ich glaube, es ging um genau. Warte mal ganz kurz. Nein. Genau das Gegenteil haben alle falsch, haben viele falsch verstanden. Die müssen aber einfach nur dasselbe, die müssen einfach nur dasselbe wählen, was sie vorher genommen haben. Alles klar, Teams. Oder? Zeit für die letzte Umfrage. Ja. Ich weiß, sieht gut aus für uns. Nicht, dass es aufhört, aber dieses Mal sollt ihr 5 Stimmen abgeben. Normalerweise gewinne ich in dem Spiel immer. Also anhand der Ergebnisse gerade würde ich sagen, die Leute haben es so verstanden, wie ich gesagt habe. Der Pelzmantel. Welche einziger Dinge sollt ihr bei perfekten Sound deiner Indie Rockband helfen? Ich habe es auch so verstanden wie du, Johnny. Nein, wir haben es erst falsch verstanden, Maeve, aber dann haben wir gemerkt, oh, das ist ja, ja, genau. Falsch. Ich habe ja noch geändert dann sogar. Ja. Ah, perfekter Sound, ah. Ich habe die Idee. Oh, ich auch. Oh, das ist jetzt so, wie soll man denn jemals jetzt rausfinden, wie die Leute denken? Keine Ahnung. Es gibt doch eindeutige Dinge, die man wählen kann. Und aber eindeutige Dinge, die man nicht wissen, wählen will. Wieso denn? Hä? Weil die nicht einzigartig sind. Die Tierschutzpartei zum Beispiel. Ne, jetzt mal ernsthaft, was macht. Also, wir können uns doch absprechen, wir sind doch ein Team. Ja, aber wenn wir darüber quatschen. Nein, dann nicht was ihr wählt, sondern wonach geht ihr? Ich denke, ich denke, je dümmer es ist, desto besser. Okay, siehst du, morgen machst du was. Ich habe gute Instrumente und ich habe welche, die einfach nur lustig oder bescheuert werden. Aber die sind eigentlich alle ganz nice, finde ich. Ja, sind sie auch. Aber es geht um eine Indie-Rockband. Hast du mal eine Indie-Rockband mit einem Akkordeon gespielt? Das klingt fantastisch. Aber es klingt auch dumm. Verstehst du, was ich ja, meine? Weil es ja. So gut klingt. Ja, find, das klingt alles geil damit. Okay, eben. Genug. Aber es klingt auch bescheuert. Mach schon. Boah, nee, ich habe keinen Plan. Ich finde das alles gleichwertig. Das ist doch ein klassischer Weird Al-Moment. Ja, ist echt so. Ich kann das schlecht ranken. Was würde Weird Al jetzt tun? Versteht ihr? Deswegen, das ist das weirdeste aller Instrumente. Deswegen spielt das auch Weird Al. So ein Akkordeon hat nichts in der Rockband zu suchen. Die Al-Mann-Mine. Hier in der letzten Runde sollt ihr die Antworten von unten. Warte mal, wir waren schon in der Al-Mann-Mine. Oh, das wurde gefixt. Nee, das wird immer verändert. Ja, das ist wieder anders, ne? Al-Mann-Tunnel, Al-Mann-Höhle, Al-Mann-Mine. Okay, ihr wisst. Ja, schon, das war voll was anderes bestimmt. Wir müssen rückwärts sehen. Ausgehend davon, wie wir hier diskutieren, ist es auf jeden Fall die Al-Mann-Höhle gewesen. Ich warte damit, bis wir drin sind. Bereit? Jo, sorry, danke dir für 33 Monate. Willkommen zu eurer letzten Prüfung. Es ist ähnlich wie die ersten beiden. Wir können halt gar nicht mehr gewinnen. Sie haben 5 Leben. Nein, wir können gewinnen. Doch, das wird ja immer mehr. Chat wird jetzt nur noch Fackeln verlieren, die ganze Zeit. Fackeln, wenn ihr wir müssen ja von unten zweitens, wenn ihr nur noch anfangen. Eine Fackel habt und falsch antwortet, ist das Spiel nicht so. Aber die anfangen, haben eh immer einen Vorteil gehabt. Das andere gehabt, Team muss eine richtige Antwort abgeben, um euch zu aber das Spiel ist trotzdem super cool wegen den Themen, finde ich. Ein Team gewinnt, wenn entweder das ich mag andere das Spiel Team sehr keine Fackel mehr hat oder wenn sie die Runde mit das dem Mann nur den Schlafanzug verkackt. Wo die und dass wir aber keinen Schlafanzug in Macht genommen haben, in dem man kacken kann. Das stimmt. Was ist denn los? Was ist da kann man einfach laufen lassen. Das ist das Angenehmste beim Schlafen. Okay. Das Schlechteste. Im morgens Alter geht man 8. schon mal. Ich bin mal gespannt, geht man was ständig auf Toilette wird. Ist das Problem. Ich habe aktuell so ein dieses Volvic Orange Mango und ich sag's euch, das spült durch wie nichts. weil gestern war ich bestimmt 5 Mal auf dem Klo. Oh, ich auch. Ich trinke gerade so viel Tee und Wasser einfach. Das ist deswegen Eistee treibt wie nix. Das ist nicht direkt ein Eis hier, aber Eis schon. Was ist denn überhaupt ein Theremin genommen hat? Das ist yes! durch dieses Gerät. Das Theremin ist ein Einzelinstrument, das ist wo. Nur mit der Hand zu daneben ist, oder? Ja, darum, dass niemand gemacht hat, ne? Es sollte gerade gevotet werden. So, das langweiligste Instrument, was die wenigsten Leute gewählt haben. Ich denke, der Chor. Ich denke auch Chor, oder? Chor ist hardcore langweilig. Hardcore, aber auch einen nice Namen. Oder Flöte. Ich hätte Flöte gedacht. Nein, Flöte ist super. Das ist ein gutes Instrument. Also, wenn ich. Ja, Flöte habe ich auf der 1. Aber ein Chor ist ja auch cool, aber ich denke, ein Chor ist halt. Eine Indie-Rock-Band. Wenn ich eine Indie-Rockband gründe mit einem Chor, dann heißt sie auch Hardcore. Wer von uns ist für Chor von uns Vieren? Ich. Also ich? Ich hab Chor ein bisschen also halt in meinem Ranking drin, aber relativ unten. Könnt ihr mir so was empfehlen, was besser wäre als Chor? Nee, mach ich Chor.
Dann mach Chor. Ich hab's nicht hochgerankt, aber okay. Ich hab's drin. Ich weiß also nicht, ob es das qualifiziert, ist. Um auf 8 zu sein. Ah, ja. Ich finde das auch super schwer gerade. Man weiß doch von keinem der Leute im Publikum, was die wie wählen. Das ist okay. Johnny. Das lässt sich überhaupt nicht sagen. Konnte, Johnny, lasst okay. mich euch helfen. Nee, Fully, das ist eine reine Geschmackssache. Es war die fucking ich Flöte. Ich wusste es. Vergessen, hätte dem auch richtig gemacht. Ja, Fully also müsst ihr natürlich. Das nur richtig machen und das Spiel ist vorbei. Ja, ich hab Flöte was? Gesagt. Was? Ist es vorbei? Nein, die müssen jetzt richtig wählen einmal. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Ja. Ach, wir haben keine dann Fassung mehr. Hat die nur eine? Ja. Fully, ja. Das weiß ich. Ich wir sind nur mit einer rein. Ich dachte, wir hatten zwei. Ich hätte die Flöte auf der 2 gewählt. Also ich denke, die Flöte ist ein starkes Instrument für eine Indie-Band. Eine Flöte ist cool, aber die, also wenn wir von einer C-Flöte reden, also eine Blockflöte, ja, das würden die wenigsten Leute wählen, weil das ist schon sehr langweiliges das stimmt, Instrument. Aber die Querflöte zum Beispiel ist cool. Die Querflöte ist ein Banger. Die kann krass klingen. Die Schweine. Oh, jetzt den Chor. Ich hätte jetzt das Theremin wieder gedacht. Yo! Let's go. Theremin? Okay, jetzt Theremin meinst du? Habt ihr das gewotet? Ich könnte mir vorstellen, ich hab's nicht Theremin habe ich auf der 5. Theremin habe ich irgendwo gewotet mittendrin, glaube ich. Okay. Theremin okay, werden aber viele auch nicht wissen, Argument was es ist. Genau, vielleicht ich denke, Theremin ist eine starke Wahl, ehrlich gesagt. Okay. Finde ich auch. Gehen wir rein. Wer muss machen? Ich. Okay. Das ist ein Eliminationsmoment. Das hat nämlich Chat. Komm schon. Yes! Yes! Das yes! haben wir nämlich von Chat weggesnitcht. Wir haben es geschafft. Yeah. Chat, Dicker. Das war eigentlich deren Vorschlag. Vor der Tja, die haben uns ja auch unser Chor weggenommen, damit sich. Das stimmt, und jetzt. Das ist das Fiese, man kann ja jetzt immer noch Chor nehmen. Ja, kann man. Das kann man auch so, wenn wir uns besprechen. Das funktioniert immer. Kann auch immer noch falsch sein. Ja, aber unser Vorteil natürlich. Ist es wie jetzt, wenn die richtig liegen. Ich weiß, dass es immer geht. Das ist ja das Problem an diesem Modus. Wir bleiben im Spiel. Habt ihr den Dudelsack eigentlich auch auf der 1? Ja. Natürlich. Ja, ich hatte den Dudelsack nicht auf der 1. Aber ich hatte ihn in meinem Ranking allgemein drin. Nee, hatte ich wirklich nicht. Junge, die checken sich nicht, wer jetzt Chat oder wie. Die liegen richtig! Oh shit! Nein! Und Harmonika, so weit unten. Ja, dann denke ich, ist der Chor auf der 5? Boah, langsam durch. Ja. Also, Banjo ist weiter oben, einfach weil wir Banjo-Kazooie mal durchgespielt haben, vor nicht allzu langer Zeit. Also ich hab Banjo auch ganz hatte oben. Ich drin. Du gesagt, hatte ich drin. Ich hatte alle. Moggy hat drin. So gefallen an dieser Videoreihe gefunden in der letzten Woche. Der guckt da ich richtig verliebt sagen, zurück auf diese Zeit. Ich bin auch weiterhin für Chor jetzt. Ja, ich denke auch. Chor ist am wenigsten Indie-mäßig. Dann nehmen wir uns. Ach, wie viele haben den Chor reingevotet? Sag mal, was für Indie-Bands habt ihr, die ständig einen Chor haben? Ich meine, vielleicht haben sie es genau deswegen gewählt, ne? Also, ich weiß, was ich jetzt nehmen würde, aber. Ja, alle anderen hätte ich sonst viel stärker gefunden. Da wüsste ich gar nicht, was es ist. Ich find's jetzt wirklich. Fies. Core Safe Top 3 wahrscheinlich jetzt an dem Punkt. Ne? Core ist natürlich sehr wichtig für eine Indie-Rock-Band. Ich werde dieses Spiel nie verstehen. Ach so, Kree hat's nicht verstanden. Kree ist schuld. Wow, Kree, wirklich? Kree hat's alles versaut für jeden im Chat. Core war bei mir auf 1, schreibt jemand. Also. Yes. Die Geige ist halt stark. Yes. Ja, Geige okay, ist okay, jetzt mein bleibt nicht mehr viel übrig. Tatsächlich, glaube ich. Nee, ich weiß, wie das Spiel geht. Wie das Spiel geht, wissen wir auch. Wir haben schon 3 Folgen davon gemacht. Bitte was? Ihr habt erwartet, dass okay. ich die Antwort für euch aufdecke? Nein! Sorry, Leute. Ich würde nämlich sagen, Akkordeon der Akkordeon ist. Akkordeon ist langweilig. Akkordeon raus. Ich würde nämlich sagen, Akkordeon. Der Dudelsack auch mein gewinnt Pick. Gegen das Akkordeon. Ja. Okay, gehen wir. Okay. Ja, bin ich dabei. Okay, let's go. Nee, warte, Akkordeon haben wir doch auf Platz 1. Nein, Dudelsack. Ich meine, Dudelsack haben wir doch auf Platz 1. Ja. Yo! Stark! Schönes Ding. Comeback! Geige ist viel zu basic. Geige ist fantastisch. Geige ist immer gut. Ich höre eine Arschgeige gegen die Geige wettern. Geige ist immer gut. Nein, das ist keine Arschgeige. Sicher. Du bist eine Arschgeige. Nein, du. Der Final Fantasy Boy no mag you. Die Geige, Klassiker. Hey, ja? Hey, Geigen sind fantastisch. Aber Geige ist doch nicht einzigartig. Ja, deswegen, das meinte ich aber auch, Creefun, als die Frage gestellt wurde. So, muss man jetzt danach ranken, was wirklich selten ist? Oder einfach nur nach dem eigenen Geschmack? Und sie haben nicht auf mich gehört! Den eigenen Geschmack berücksichtigt. Ich hab gesagt, Banjo liegt weiter oben. Oh, gleich dann. Wird hier ein bisschen. Okay.
Jetzt Chor, der Chor. Könnte jetzt doch sein, oder Dudelsack. Jetzt der Chor. Geige jetzt oder Chor? Dudelsack ist auf der 1. Falsch. Aber jetzt liegen wir richtig. Dudelsack auf der 1 ist. Diesmal ist der Chor richtig. Banjo ist auf der 1. Also ich finde Dudelsack und Banjo halt super gut für ganz oben. Sag Banjo ist 1, Geige ist 2, Dudelsack ist 3, Chor ist 4. Nee, Geige ist 3, Dudelsack ist niemals 3. Dudelsack ist die 1. Dudelsack klingt schon so lustig. 1 oder 2. Was nehmen wir? Es gibt hier ein paar Dudelsack. Ich bin für Chor oder Geige, aber... Ich bin okay. Für Chor. An ich bin auch für gerne. Chor. Und für ja, Johnny? Mach Chor. Chor ist ein komisches Instrument. Chor wach. Wenn wir jetzt schon wieder bei Chor verkacken, dann weiß ich auch nicht mehr. Nee. Oh Mann. Auf einmal ist Chor. Was seid ihr so eins. Für Chor-Fans, für eure Indie-Fans? Was soll denn das? Ich versteh's auch nicht. Wer ist hier der wahre Final Fantasy-Fan-Chat? Aber die haben auch nur noch eine Fackel. Wenn ja, die jetzt falsch liegen... Ja, aber die nehmen jetzt das Richtige. Sie haben eine 33% Chance, richtig zu aber liegen. Aber die nehmen jetzt das Richtige und dann sind wir raus. Der Chat nimmt jetzt den Chor. Nimm den Chor-Chat. Nee. Die sind sich sehr sicher, der Chor muss doch raus, oder? Also, irgendwie stimmt's auch. Hier wird die Frage gestellt, ist Chor überhaupt ein Instrument? Ja, es ist halt echt nicht. Oh nein. Oh ja, nein. Sie haben nicht vergeigt. Magic. So, jetzt bin ich gespannt, was die restlichen Antworten waren. Auf der 2 der Chor. Ihr mit eurem. Was wollt ihr mit eurem dummen Chor? Der Banjo auf der 3? Der Banjo. Ja, der Banjo von Banjo. Joho! Ja, der gute. Wie versprochen ist jeder Ausweg. Ich bin ja wohl die großzügigste Hexe, oder? Weiß ich, wie ist auch ganz großzügig. Weißt du, wenn 233 Leute entkommen und 4 gefangen bleiben, dann fühlt man sich ganz schön als Loser. Den Chat kriegen wir alle mal noch. Weil wir nicht die Boomer heißen, sondern Hirsch. Was ist für ein Scheiß da? Die Buben oder die Boomer? Nein, die Buben. Wir sollten die Buben heißen, aber mit Doppel-O. Selbe Spieler? Ja, selbe Spieler nochmal. Wir machen ein Rematch. Dann heißen wir weiterhin. Ihr könnt ja joinen jackbox.gg und der Raumcode ist RXJX. Jackbox.tv funktioniert auch. Einfach drin, ne? Jackbox.tv funktioniert scheinbar auch. Also, fangen wir an. Na dann fangen wir an mit... Hier. Es ist spät nachts und deine Werbesendung läuft. Zu welchem 17? Kauf lässt du dich überreden? Die Wolofans haben mal wieder gesiegt. Die große Krabbe, okay, wir geben Mann. Sie ihr Geld gut aus. Es ist spät nachts für eine Werbesendung. Zu welchem Kauf lässt du dich überreden? Wir haben starke Reinigungsprodukte, Decke mit Ärmel, innovativer Mixer, Autositz, Ritzenfüller, Organisationstool für die Küche, unglaublich starker Kleber, Bürsten, okay, Glätteisen oder elektronische Haustierbürste. Was davon haben wir uns schon mal gekauft? Ich weiß wirklich nicht, was ein Autositz-Ritzenfüller sein soll. Ja, das sagte ich mir schon. Das klingt nach, das ich klingt nach schon Bauschaum. Ich hab schon mal einen unglaublich starken Kleber gekauft. Oh, wisst ihr was? Eins davon habe ich wirklich gekauft. Es war ein Geschenk, aber ich habe es gekauft. Oh, ich habe 3 starke Picks, sage ich euch. Was ist denn ein innovativer Mixer? Ist das so eine Küchenmaschine? Ja, ich denke. Das ist halt ein Mixer, aber ist innovativer. Was soll das? Was ist das für eine Frage? Ja, also eine Küchenmaschine. Was ist daran denn so innovativ? Ich wüsste es gern. Ja, falls eine Küchenmaschine. Johnny, pass auf. Du kannst Gurken reingeben. Ja, sowas. Und die kannst du mixen und er ist super leicht zu reinigen. Nicht wie andere also Mixer, die nervig zu reinigen sind. Ja, aber dafür gibt es ja die starken Reinigungsprodukte. Ich hab's auf der 2, was willst du jetzt von mir hören? Ich glaube an den innovativen genau Mixer. Das ich. Ja, ich auch. Finde ich eine gute Sache. Ich hoffe, dafür gibt es irgendwann... Wichser gesagt? Gebt jetzt eure Antworten ab. Seht ihr, jemand schreibt, der hat einen Mixer, der Suppe kocht. Folgt mir. Ein Mixer, der Suppe kocht, ist innovativ. Ich hoffe, es okay. Gibt irgendwann ein, Die erste Runde ist ganz leicht. Ihr werdet Start-up. Versuchen, die Top 3 Antworten zu finden. Ist die Webseite viel mit den Startups? Glück. Kickstarter? Ich hoffe, es gibt bald einen Kickstarter für den innovativen Mixer. Ich bin dabei. Okay, wir sind dran. Wir haben gerade so oft den innovativen Mixer erwähnt. Auf der 1 ist die Decke mit Ärmeln, Freunde. Ja, wirklich. Das auf jeden Fall. Der Mixer ist auch weit oben, weil wir den gut informieren. Nein, wir werden keine Information weitergeben. Wir sagen Decke mit Ärmeln und wir sind fertig für diese Runde. Das sollen die selber rausfinden. Ich weiß nicht, was eine Decke mit Ärmeln überhaupt sein soll. Let's go! Das ist die ganz klare 1. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Ich hatte die Decke mit Ärmeln gar nicht drin. Natürlich hat sie ihn nicht. Bist ja nur der Typ, der mit der Decke am Schreibtisch sitzt. Was willst du mit der Decke mit Ärmeln? Ich will auch eine, aber der wird ich brauch doch keine Ärmel für auch. Doch, dann kannst du die Tastatur noch benutzen und so. Aber... Eigentlich ist es noch geiler, so eine Art Morgenmantel zu haben mit... Also der hat ja sowieso Ärmeln, aber der so total oversized ist. Eine Decke mit Ärmeln, ja? Nicht einfach quasi sowas wie ein
Pulli oder eine Jacke? Ja, ja. Nein, nur das ist halt viel größer halt, ne? Ein und eine Decke ist auch nur ein großer Schal. Und viel kuscheliger. Ein Oversized Hoodie ist eigentlich stark. Aber, wer will eine Decke mit Ärmeln? Hä, natürlich. Oh, innovativer Mix, den hatte ich auch auf der 2. Ich hätte Pullover, eigentlich gedacht, die starken Reinigungsprodukte Pullover kannst du dich nicht einkuscheln, Tim. Was habt ihr auf der 3? Beine machen und so. Ich hatte auf der 3 die starken Reinigungsprodukte. Ich habe auf der 3 die das Organisationstool für die Küche. Ich denke, da gibt es auch was sehr Praktisches. Ich hatte auf der 2... Ich hatte noch Kleber und Reinigungsprodukte. Was hatte ich? Keine Organisationstools von euch? Doch, ich glaube, das habe ich mir schon überlegt. Oh, okay, weil ich denke, Küchenprodukte sind generell sehr stark für bekannt. Daran denkt man, wenn man an bekannt aus der Werbung denkt. Das stimmt, wenn man an solche Werbesendungen denkt. Zuerst habe ich an den Nicer Dicer gedacht. Ja, also man denkt immer an Küchenzeug, deswegen... Fuli hat es auf der 1, ich habe es auf der 3. Ihr beide habt die Organisationstool sonst nicht gewählt, oder? Doch, ich glaube, ich habe es auch auf der 2. Ich glaube, ich habe es nicht gewählt, weil es nicht mehr. Leute, ich bin für Organisationstool, einfach weil Küche. Ja, geh mal rein. Okay. Ich bin auch für den innovativen Mix, aber der ist ja schon weg. Ja, ja. Tragisch. Okay. Ich wusste nicht mehr, vielleicht. Achso, ich meinte nicht, ich bin für den innovativen Mix, sondern vielleicht hatte ich auch den auf der 2. Ich hab's leider vergessen. Ha, ich hoffe, die Leute haben jetzt nicht zugehört, was ich sonst vorgeschlagen habe. Bei mir schreiben ist alle halt Kleber. Anders, als was ich, vielleicht war es der unglaublich starke Kleber, ja. Also bisher nichts von dem, was ich gewählt habe, ist grün gewesen. Aber pass auf, XXL-Pullover sind noch ein guter sind noch ein guter Ersatz für Ärmel mit Decken, aber das Geilste ist wirklich ein Morgenmantel. Wowza! Oh, Wowza! 18% vom Publikum. Wenn eine Decke mit Ärmeln einem zu hip ist, also ein zu neues... Ihr habt es geschafft! Ihr seid sicher! So die Haustierbürste wäre auf 5 gewesen. Einfach nur so ein Internet-Trend, dann kann man sich einen Morgenmantel holen. Wovon redest du, John? Ist immer groß. Ich weiß auch nicht, wovon er redet. Okay, das stimmt. Was für ein Internet-Trend? Nein, wenn einem das zu sehr so, Decke mit Ärmeln, das ist so... Johnny geht demnächst auf TikTok und zeigt eine Decke mit Ärmeln. Ja, ist doch so ein Produkt, oder nicht? Oh, ja, vor 15 Jahren. Ja, genau. Mist, wir müssen dir leider ein Körperteil nehmen. Auf welches Körperteil verzichtest du? Oh, stark. Boah, das ist irgendwie der Hals. Was soll das überhaupt? Bitte? Ich habe noch nie eine Decke mit Ärmeln gesehen. Ja eben, das ist doch nur so ein Online-Ding. So, oh. Hier. Nein. Leute haben das. Da lesen sie und fühlen sich dumm. Ich weiß, dass Leute das haben, aber sie haben es aus dem Internet, nicht aus dem Laden oder so. Jeder, der sowas hat, hat das geschenkt bekommen oder hat gesehen, dass irgendwelche Influencer das tragen und hat es deswegen gekauft. Glaubst du, oder hat es halt auf einmal so ein vorgeschlagen bekommen oder so. Boah, das ist voll schwer hier gerade, finde ich. Nein, ich denke, das ist leicht. Findest du? Gute Nachrichten für Monster-Fanatiker. Leicht finde ich es auch nicht. Die Hälfte irgendwie der Hals. Oh. Ja. Da war gute Nachrichten für Monster-Fanatiker und ich habe sie nicht gehört. Der Haut. Top 3 ist easy, but number 4. Also was ich musste mich jetzt gerade schon von ein paar Dingen trennen. Ich habe alles drin behalten quasi, was ich zwingend brauche. Im Leben, versteht ihr? Ich brauche das alles. Fuli hat ausgeschlachtet, aber auf die Sitzheizung verzichtet er nicht. Nee. Dann meine ich den Arsch. Meine Augen sind schon voll im Arsch, aber... Weißt du, der Arsch, der kann fliegen, den brauche ich nicht. Meine Augen und meine Haut sind schon meine Schwachstellen, aber irgendwie muss ich die doch behalten. Das macht doch keinen Sinn, die Haut abzugeben, oder? Ich kann doch meine Haut gewählt? Nicht abgeben. Also, aber zählt die auch als Organ, gell? Die Haut ist doch kein Organ. Doch. In dieser Runde sucht ihr nach den Antworten erstmal den Drachen, Leute. 2, 3 und 4. Warum ist Fully Flowey? Keine Ahnung, ich habe den richtigen Vibe dafür, denke ich. Okay, also, pass auf, eins ist ganz eindeutig irgendein Organ, das oder der Hintern. Ja, das habe ich auch auf der 1 gewählt. Ja, das ist auf der 1. So, okay, irgendein Organ ist egal, es kommt safe weg. Sowas wie die zweite Niere halt. Pass auf, irgendwie der Hals. Irgendwie der Hals klingt lustig. Das ist 2, 3 oder 4. Aber dann kannst du nicht mehr sprechen. Ja. Doch. Ja, aber das ist lustig. Ich hab's auf der 2. Ja, so das mit der Zunge eher als ich kann nicht mehr sprechen. Gehst du einfach im Baumarkt und holst dir da so eine Baumarktrohr, was du dir um den Hals. Ja, irgendwie so, wenn der Hals halt so weg ist, vielleicht kann man ihn irgendwie ersetzen oder so. Also nicht Hintern oder Haut. Einfach so ein paar Metallringe Hintern habe ich auch weggemacht. Brauchst du den nicht.
Was meint ihr, wenn, ich könnte sagen, ich würde erstmal sagen, vielleicht ist Hintern so ein Safe-Pick. Ich habe sogar auf die glaube, das könnten die meisten rauswerfen. Ich könnte jetzt leben kein Scheiß. Ja, sie ist ein Safe-Pick. Ich bin für Hals. Mal picken. Ich mag das mit dem Hals auch, aber ich bin irgendwie der Hals. Ich denke irgendwie, der Hals ist nicht ganz Platz 1, aber es ist weit oben dabei. Müssen wir es denn in der Reihenfolge machen gerade? So, wir wollen, alles, wir wollen 2, 3 und 4 haben. Knapp. Das war leider aber stark. Stark. Ja. Könnte stärker sein. Zeig mal, was ihr drauf habt mit eurer Schwarmintelligenz. Ja, jetzt haben sie es leider gut. Da sind noch ein paar Safe-Picks da, jetzt wo man weiß, dass der Hals 4 war. Deswegen hätte ich lieber einen Safe-Pick weggenommen. Ich dachte, das mit dem Hals ist ein Safe-Pick, aber es war nur Platz 4. Ich würde sagen, ich hätte auch gedacht, dass es ein Safe-Pick ist. Naja, Zunge ist doch ein Klassiker noch. Zunge? Das erinnert mich an dieses Problem ist, dass Chat jetzt den Arsch nehmen wird. Der Arsch abgeschnitten wird und so, kennt ihr ja, den? Natürlich, und das wird richtig sein. Ja, es wird auch richtig sein. Platz 2. Weil du gesagt hast, aber nur weil Fully gesagt hat, dass es ein Safe-Pick ist. Du hast das Publikum beeinflusst. Ja, wir beeinflussen die. Also Nummer 3. Wir sind halt Influencer. Wie steht ihr zu 55% der Haut? Das hab ich nicht gemacht. Entweder Füße oder Haut. Du willst doch nicht die Füße loswerden. Ja, die Füße habe ich auch weggemacht. Weil weg mit also der Haut. Lieber werde ich die Füße los oder meine Haut andere. Anstatt irgendwas anderes. Ja. Also Zunge, Augen, beide Hände brauche ich noch. Okay, Füße oder Haut, was sagt ihr? Füße, ich bin für Füße. Ich bin auch für Füße nach der Argumentation. Okay, dann bin ich sowieso für Füße. Okay. Ich habe an sich Füße nicht gewählt, aber ich denke, es ist schlüssiger als 55% der Haut. Ich habe das Gefühl, aber viele haben die Haut gewählt, ohne darüber nachzudenken, wie lebenswichtig sie ist. Aber nein, die Füße haben gesiegt. Oh, die können weg. Das war das möglich war. Ausverkauf. Stark, Jungs. Ja. Sehr nice. Oh, die 55% der Haut war Platz 6. 5? Okay, warte, ihre Hände behalten. Platz 5 ist die Zunge? Gedacht, alle 4 Leute am PC, die wollen alle ihre Hände Zunge behalten. Zunge braucht ihr doch zum Schmecken, Sprechen und Lieben. Ihr beeindruckt mich, Chat. Null Hexen, ja. Die nicht extrem gespannt sind. Dieses Mal werdet ihr 5 statt 4 Stimmen abgeben. Okay? Nein, nicht okay. Und jedes Mal kriegt man die Regel neu erklärt. Was? Oh, das ist ein Hit. Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Englisch oder was? Was ist mein Lieblingsfach? Keine Ahnung. Zu viele Hausaufgaben. Okay. Hä? Was soll dieses zu viele Hausaufgaben denn da? Verstehe ich auch nicht. Kommt das auch in dem Lied vor? Ich nehme meine wirklichen Lieblingsfächer. Um letzten Platz zu haben vielleicht? Oder verstehen ja Leute auf Hausaufgaben? Kommt zu viele Hausaufgaben auch in dem Lied vor, Leute? Das kann sein. Zu viele Hausaufgaben. Ich glaube. Ja, das deswegen. Ja. Das ist einfach nur die Lyrics davon, die hier stehen. Ich will aber trotzdem, dass das ich halt eurer Sinne. Nee, nicht unbedingt. Oh oh, ich habe im Kopf mitgezählt und die Hälfte deiner Zeit ist sehr gut. Ja, Entschuldigung. Aber jetzt habe ich noch 4 Fächer übrig, die ich alle nicht mag. Ja, ich auch. Warte mal, du hast 1 Okay, bei 3 Fächern fand ich die 4 Fächer fand ich nice. Beim letzten Mal ein bisschen so, okay, ich nehme das, was ich am wenigsten noch schlimm finde. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber die meisten Fächer sind doch nice drauf. Wo sind die guten Fächer? Das ist die Frage. Du hast gar keine Zeit mehr. Okay. Da waren nicht so gute Fächer dabei. Hä, ich mochte Geschichte tatsächlich. Na, Geschichte war trash. Bei meinem Lehrer hat Geschichte Spaß gemacht, tatsächlich. Ich frage echt? Okay, mich, dann du Glücklicher. Ja. Geschichte war bei mir absolut scheiße. Ja, Bio auch stark. Ja. Bio mochte ich auch sehr gerne, ja. Und Bio mochte ich nicht so. Wir am Ende. In dieser Runde aber Bio ist an sich ein cooles Thema immer, was man da so lernt. Also, oh nein, oh, jetzt schon das von unten nach oben? Also wenn wir anfangen, habe ich eine Idee, was es sein könnte. Wir fangen nicht an. Okay, also noch nichts sagen. Fully. Ich habe einen guten Anfang. Sonst schneide ich dir die Zunge raus. Okay, chill. Und beide Hände. Und dann stopfe ich dir Maultaschen oben rein. Beruhig dich. Ich mag... Die von Bürger? Ich mag nicht so reden, okay? Und dann mache ich Würstchen. Würstchen was anderes abschneiden, außer meine Zunge? 55% deiner Haut werden zu Würstchen verarbeitet. Können die Zunge abschneiden? Nein, ich sag doch was anderes. Ja, die Zunge. Ich hab übrigens vorhin gedacht, was willst du von mir, als du geschrieben hast, nicht die Burger. Ich dachte, ich hab doch keine Burger gekauft. Ich hab doch Maultaschen gekauft. Ja, du hast keine Burger gekauft. Also jetzt verstanden erst. Nee, ich wollte nur schon. Oh mein Gott! Zu viele Hausaufgaben ist weiter oben, das ist eine lustige Referenz. Freunde, da habt ihr euch verschätzt. Ich verstehe die Referenz nicht,
Aber meine Idee wäre, was hassen die meisten Leute? Fully, du entweder hast die Mathe Referenz wortwörtlich als erster genannt. Kunst soll die meisten Fully. Ich habe den Song noch gestern gehört. Viele, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute richtig scheiß Kunsterfahrungen hatten und deswegen Kunst hatten. Das stimmt, alle meine Mitschüler haben Kunst gehasst. Mathe, ich bin für Mathe. Ich bin für Mathe. Ja, ich mag auch. Mathe, aber ich denke, die meisten Leute hassen Mathe. Ich habe Mathe mit reingevotet, weil ich hatte nur noch die Sachen zur Auswahl und ich hasse Mathe nicht, aber alle hassen Mathe. Ja, alle hassen Mathe angeblich. Also rein da. Falsch. Was? So viele Mathe-Nerds hier in unserer Community. Ja. Wenn es jetzt Kunst ist, dann müsst ihr zurücknehmen, dass ihr überrascht gewesen seid. Lasst mich euch zeigen, wo es ist. Deutsch! Was? Deutsch war ver... Was? Deutsch ist bei mir Platz 2 gewesen. Das war bei mir die notgedrungene 5. Oh, krass. Hä, das hätte ich niemals gedacht. Also nicht, dass alle Deutsch mögen oder so, ist ja klar, aber am wenigsten. Deutsch ist nicht mein Lieblingsfach. Ist Deutsch bei uns so schlimm gewesen mit der Gedichtanalyse Lieblingsfach. Und so? Holy shit. Ich hatte das bei mir sogar in den Top 5 drin. Deutsch ist super, allein weil ich im Abi konnte ich allein in Deutsch schon so gut punkten, nur weil ich da eine Drehbuchseite schreiben konnte. Ich musste mich überhaupt nicht anstrengen, ich konnte einfach kreatives Schreiben machen in Deutsch. Deswegen wolltest du die KI die ganze Zeit der Drehbuchseite schreiben lassen. Ja, stimmt. Ja, das war mündliches Abi gemacht. Ich glaube, ihr habt recht, ich glaube, deswegen habe ich daran gedacht. Sport. Ihr seid Monster. Na, Sport hat ja Ersatzbank, du hast Sport zu dir dabei, hängst ein bisschen rum, Sport ist stark. Sport macht dich auch nicht so sehr. Außer ein bisschen leichte, gute Note. Ist okay. Wenn man jetzt mal mitmacht. Ist schwierig. Ausnahmsweise. Boah. So, was? Platz 7. Ja, was haltet ihr jetzt von Mathe? Was haltet ihr jetzt von den Hausaufgaben? Ja. Ich hab das Gefühl, nein, zu viele Hausaufgaben ist Top 4 mindestens. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Deutsch hat mich jetzt so aus dem Konzept gerissen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Englisch auf der 7 ist. Nein. Viele Leute in meinem Jahrgang haben Englisch gehasst. Mein Englisch-LK war klein. War sehr klein. Also ich wär okay mit Mathe, wenn du Mathe willst. Ich würde es nochmal versuchen. Man war vielleicht nicht gut in Englisch, Fully, aber man hat es vielleicht nicht, aber hat irgendwie trotzdem nicht gehasst, habe ich das Gefühl. Na, ich weiß nicht, viele bei mir haben es aber gehasst. Zumindest. Also keine Komm Ahnung. Komm schon. Fuck! Ich dachte, das wüsstet ihr. Haben so viele Leute Mathe weit oben gehabt? Weil wenn man Mathe mag, dann auch richtig. Lasst mich das für euch übernehmen. Das waren viele die Hausaufgaben wären es. Hab ich doch gesagt, das wird lustig. Stimmt, es ist lustig, aber das hat es nicht so weit hoch geschafft dadurch. Die lustige Antwort schafft es sicherweise weiter hoch. Da waren nur eine Handvoll Leute lustig. Wir sind alle Furries, deswegen mögen wir Englisch. Das ist eine super schwere Runde. Zeige ich, wie es ist. Also ich für meinen Teil habe heute Star Fox Adventures durchgespielt, Fully. Schon wieder? Das ist ein Ersatzbank-Kommentar gewesen. Habe ich euch davon erzählt? Was denn? Mit, dass irgendjemand bei der Ersatzbank kommentiert hat, warum wird in Fullys Chat Englisch geschrieben? Ist das ein Furry, Anime oder Manga-Ding? Und ich verstehe überhaupt nicht, wie er auf die Sachen kommt. Ich verstehe zu 100%, wie er auf die Sachen kommt, aber er hat trotzdem Unrecht. Es kommt trotzdem nicht daher. Ich verstehe. Also Anime und Manga sehe ich doch, aber Furry, was? Ja, irgendwas wird man mit... Warte, was hat Chat gerade gewählt? Chemie. Ja. Okay. Hab ich auch sehr weit unten. Fuck, was ist es denn jetzt? Sport vielleicht? Vielleicht wird Kunst jetzt nicht immer vielleicht. Noch Mathe, oder? Immer Kunst. Noch Mathe, oder? Wir müssen wir Mathe, mal Mathe versuchen? Wir müssen Mathe so lange pushen. Immer rein in Mathe. Rauf auf die Mathe! Okay. Wie im okay. Sport! Okay. Ich könnte sehen, dass Mathe hier stimmt. Bei uns etwas höher ist, aber okay. Das kann doch nicht sein! Alter, ich hätte diesmal nicht nochmal Mathe Dann gewählt, ist es vielleicht aber. Kunst, weil es hassen wirklich viele Leute Kunst. Aber ja, bei mir haben auch alle geschrieben, sie Musik? Hassen Musik. Ich dachte, Musik okay. ist so beliebt. Ich dachte, es wäre Top 4 oder so. Aber ich habe es halt auch nicht genommen. Eine richtige Antwort beendet das Spiel, okay. Mathe ist doch easy 1. Oh Gott. Musik auf der 6. Also bei mir war Mathe, glaube ich, Platz 4 gerade. Also Mathe war 3. Bei mir. Also, wenn Publikum jetzt richtig liegt, haben wir verloren schon wieder. Wie geht es auf Mathe? Das wäre so unfair. Wenn jetzt Kunst das kommt, ey, das haben wir nämlich vorbereitet. Nein, das könnt Leute ihr uns jetzt nicht nehmen. Ich sag's dir, die Leute sind Mathe-Fans hier. Ich find's stark, ich find's interessant, wie weit oben Sport trotzdem Kunst. Ist. Sport ist Ersatzbankstoff. Ja, ja eben. Wie geht jetzt Mathe, oder? Kunst war bei mir Platz 1. Kunst ist bei mir auch. Hab euch. Ja, Kunst war echt immer angenehm für mich. Musik, LK, das ist ein Ding. Oder Chemie. Okay, Freunde, Mathe. Also nein, ja, Johnny. Komm, nimm Mathe. Nein. Ich sag Sport. Nein, ich trau mich nicht. Ich sag Sport. Nein, ich sag, Sport ich bin jetzt auch für Sport. Ich sag Sport. Ey, wenn jetzt Mathe kommt, ich bin auch für Sport. Dann wären wir so traurig.
Oh, es wurde Mathe gewählt. Ich war für Sport. Mathe wird Platz 1 sein. Pass auf, wenn jetzt die Tür geöffnet wird, ne? Mehr für euch aufdecken. Außer ihr habt einen Gutschein dafür. Was ist denn los mit euch? Es werden keine Türen mehr geöffnet. Okay. Oh nein, wenn die es richtig machen, ist wieder vorbei für uns? Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, Scheiße. Jungs, wir haben reingekackt. Wieso sind wir denn so schlecht? Nein, in dem Fall war Maeve schuld. Ich habe Sport gesagt. Wir haben alle Sport gesagt jetzt. Ich bin schuld, okay, aber ich wollte nicht, dass wir rausfliegen, wenn die Mathe nehmen. Das wollte ich verhindern. Es muss doch Chemie sein. Ja, Chemie ist mein absolutes Hass. Ja, aber es muss Chemie sein. Manche sagen, es ist Sport. Ja, es ist Chemie. Es ist eindeutig Chemie. Kurz könnte auch super verhasst sein. Guck, jetzt kommt Sport, das ist falsch. Ist nein, Sport ist oben. Nein, ja, sie haben uns rausgekickt. Also. Sport weiter unten als Chemie. What the fuck? Und Mathe und so, das sind alles Naturwissenschaftler, die unsere Content schauen. Du musst halt auch ein bisschen die Zuschauer. Mathe auf der 1! Mathe war wirklich 1! Ich wusste es! Die Leute mögen Mathe hier. Die Mathe jede Runde aufs Neue falsch. Als wir die ersten paar Mal Mathe verkackt haben, war mir so klar, die Leute mögen hier Mathe. Mathe ist die Macht. Wer von euch hat Mathe auf Mathe auf 1 gewählt? Ich hab's befürchtet. Ich hab Mathe halt gar nicht gewählt. Was passiert hier? Englisch und Deutsch war meine 1 und 2. Also in meinen Streams kann man schon mal damit rechnen, dass Mathe beliebt ist. Ich mach manchmal Mathe on Stream, aber Conti hat Platz 1. Ja, außerdem ist das hier nicht nur mein Stream. Mathe besser. Ich kann Mathe besser als Mathe auf 2, Mathe 2. Oh, krass, hallo? Hattest du im Grundkurs AI 15 Punkte? Das ist nämlich eine sehr gute. Ich hatte halt Leistungskurs Mathe, aber. Ja, ich weiß. Du, natürlich kannst du dann besser als ich. Musik, Sport, Mathe, Chemie. Das finde ich okay. Wollen wir noch eine Runde? Nein. Wir haben jetzt zweimal reingeschissen. Okay. Es ist eine Runde. Es reicht Sachen jetzt auch. Spielen, wir geben uns damit zufrieden, dass wir hier fertig gemacht wurden. Wir wurden säuberlich auseinandergeschlachtet. Steht auf Mulgis Jacke, ja? Spitzbub. Tatsächlich, ja. Können wir zeigen? Ja, jetzt könnt ihr es zeigen. Okay. Das heißt, vier Leute können noch reinjoinen und ansonsten ganz viel in die Audienz auf jeden Fall rein. Das ist nicht das, wonach es aussieht. In die Audienz? Wir brauchen euch in der Audienz. Siehst du, es steht sogar drauf. Ja, weil da vorher vertraulich drin weil stand. Es geht darum, gerade ein G gemacht hat. Dass wir gleich abschätzen müssen, wie ihr das abgegeben habt. Und das ist tricky. Das ist genau wie bei der Mine gerade. Ich finde das so schwer, andere Menschen einzuschätzen. Oh ja, wir hatten da beim letzten Mal irgendwas, was ganz komisch war. Monatsho, 26 Monate hoch. Irgendwas, das ganz komisch vielen, war. Vielen, vielen Dank. Warum sind meine Team und im Stream. Mein danke für die lange Treue. Irgendwer? Ach ja, Aiden Squad. Das Komischste, was ich je hatte, ist, dass Leute nicht zwingend aufräumen würden, wenn sie ein Date mit nach Hause nehmen. Ja, das war's. Das war seltsam. Das war seltsam. Hier kann's ja egal sein. Ich bin derjenige mit der Adlerschar. Ich meine, wenn man schon ein Date hat, so oft kommt das doch wahrscheinlich auch nicht vor bei den meisten Leuten. Gar nicht so schlimm. Also, dass man nicht so ein Date, Date-Hunter ist, der ständig Dates hat, dann räumt man doch mal eben auf. Ja, das finde ich aber auch. Herr von Patch, danke dir für 5 Monate. Egal wie chaotisch man ist. Bleib beim Adel. Eine Erinnerung an alle Agenten. Davon muss man erst mal einen Kopf haben zu daten Ausrüstung oder Lust. Aber trotzdem halte ich meine Wohnung sauber. Dürft ihr sich okay, wollen wir starten? Ja. Bitte gib sie nicht wieder zurück. Oder legt sie auf. Könnt ihr im Nachhinein auch noch jederzeit beitreten. Könnt jederzeit joinen. Eure Regierung, ja, genau. Wir Regierung? Haben Informationen die da oben! Ihr wisst schon, Geheimnisse, Lügen und eure peinlichsten Momente. Hasse den Staat. Aber bevor ihr jetzt wütend werdet und die Politiker gewählt auf uns losjagt, nicht schon. Lasst uns das wieder ich bereue es. Okay. Weißt du, ich kann mich nicht weiter mit dir identifizieren. Espionage! Ansonsten macht ihr mal Discord lauter, weil bei mir ist schon sehr laut. Bei mir ist auch laut jetzt. Wir fangen sofort mit unseren Beobachtungen an. Ich glaube, ich muss sogar ein bisschen leiser machen. Oh, das ist Ditto, oder? Genug Daten sammeln. Sehr laut. Ansonsten nehmen wir die Daten, die wir bereits haben. Das kann sehr gut sein. Oh, der hat aber auch eine starke Stimme. Der kann es professionell. Und als erstes... Ditto Design. Und den Marken. Oh, der hier wird richtig gut. Döner Donnerstag, ja? Ja, Mann! Das sind die besten. Zeig nur, unter wöchentlichen Mahlzeit. Heute ist Döner Donnerstag! Döner Donnerstag! Wochentage einem Essen zu genießen, wie zum Beispiel Döner Donnerstag. Oh, das ist eine gute Frage. Versuche so nah wie möglich an die Aber da oben steht Global-Data. Die Audience. Bist, okay, jetzt. Desto mehr Punkte gibt es. Okay, und wenn du im Publikum bist, kannst du mitspielen, indem du die Frage beantwortest.
da ist die Antwort. 65%? 65%. Macht ihr sowas? Denkt ihr, das nein. Mehr oder ja, okay. Okay. Mal aus Jokes vielleicht, ja. Viel mehr oder viel ja, weniger einen also ich hatte denkt, mal Jungs. Oh doch, ich hab einen Tag. Einen Tag gerne das gleiche bestellt oder so, aber... Nicht, also... Menschen, die einen Döner-Donnerstag tatsächlich machen, sind doch einfach seltsam. Ich meine, es gibt auf jeden Fall kein Fleisch am Freitag. Bei mir gibt's den Nudelsamstag. Ja, das ist religiös bedingt. Das gibt's nicht mehr viel Zeit. Ich hab manchmal den Tuna-Freitag. Bei Subway. Okay. Warum Tuna? Achso. Die Leute denken, es ist weniger. Und was sagt euer Publikum? Weil irgendein Wochentag einem Essen zugewiesen ist 33%. Ich hätte viel weniger machen sollen. Der Matt Eagle Mittwoch. Johnny hat gar nicht im Bereich. Ja, ich hab's verschluss Prozent verkackt. Punkte ja. Hähnchen Mittwoch. Und irgendeiner hat schon gedeckt. Weniger gesagt? Sehr schön. Du bekommst und ich habe so, McDonalds-Tag. Was dich angeht, gute Arbeit. Doppelte Punkte für jetzt Minus? Viel weniger Schätzung. Ja, du bekommst jetzt Minus. Ach, scheiße. Das war voll gut. Als nächstes... Nein, du hast nur... Ah, nee, ja, der Fettkönig okay, gefehlt. Das ist ja der dran okay war. Für ja dieses Thema hier interessiert... Curry King Hawaii Sonntag. Sandwich. Currywurst Hawaii ist gerade voll die Sache irgendwie. Richtige dickere Runde hier gerade. Ich habe gerade den Cornflakes, weil arm Donnerstag. Ein Sandwich getan. Oh, nur Ricky. Kartoffelchips in ein Sandwich. Wer hat das noch nicht getan? Was ist los mit euch? Warte mal. Was? Zählen wir Burger warte, auch Morgi, wirklich? 24%. Also, ich habe alles Sache zwischen Toast weniger gepackt. Ich ja, habe okay, allein Chips-Sandwich ja gemacht. Boah. Viel mehr, sagt ihr? Na. Ich bin mir unsicher. Viel weniger, gesehen, was? Ja, wahrscheinlich besser. Die englische ich hätte Schnitte. Zumindest mal auf einem Döner, ja? Also in Amerika ist es halt voll die Sache. Ich glaube, Chips, die Sandwiches. Wolle Fan Remastered, danke für 3,33 Euro. Dankeschön. Boah, nein! Voll getroffen. Shit, das hätte doch nur 2%. Was ist denn los mit euch? Wo ist der Hans-Faktor, Freunde? Ja, wirklich. Sei mal ein bisschen kreativer mit eurem Essen. Wer hat das recht? Hä, woher kommt Musik? Du? Yeah. Oh! Was haben wir denn da Schönes? Ah, schade. Moment. Ja, wow. Scheiße. Näher dran okay, als 15%. Verstehe. Hättest du mal nicht den Einsatz verdoppelt. Ah, du lange jetzt mal Einsatz nicht verdoppelt. Das mit dem Chips okay im Sandwich ist, glaube ich, ist als dran? Echt üblicher, als man denkt. Okay. Ich habe das auch lange nicht gewusst, aber die werden jetzt schon serviert. Moggis Fachgebiet. Da kenne ich mich ja aus, bestimmt. Wie viel Prozent der Frauen haben aber Schuhe, Pommes auf dem Burger gibt es bestimmt anziehen, weil sie unbequem sind. Oh, ich habe welche. Zuschauerschaft sollte 85% ja männlich sein. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal von gewissen Vorurteilen ausgehen. Fully hat Frauenschuhe? Nein, Fully hat doch gesagt, er musste sich jetzt neu holen, weil seine alten kaputt gegangen sind und konnte das ja nicht einkaufen. Ja, weil die anderen Schuhe, die ich ach, habe, die ja sehen zwar cool aus, aber die zerstören meine Hacken. Was denkt ihr? Ja, aber du kannst doch kurz einkaufen können damit. Oh, warum ja reden wir über Frauenschuhe? Nee, du hast recht, das hast du erzählt. Ja, aber man kann ja generell das sagen, ihr sagt weniger? Boah, 80 ist halt wirklich viel. Sag mal, ja, habt ihr mal... Ich würde nicht sagen, dass überhaupt also alle Frauen so übelst schuhverrückt sind. Das ist halt so ein Klischee, oder? Ich hab's einfach auf generell... Ist das einfach schauen so? Schauen wir uns mal die Antworten aus dem Publikum. Schöne Klasse, danke für 26 Monate Treue. Ja, okay, ein bisschen weniger. Es war sogar kurz vor viel weniger. Das nennen wir... Ja. Das war wirklich hochgeschätzt. Weil das ist ja super viel. Das sind Punkte für mich. Okay. Wer hat das richtig? Ich hab endlich gut mal Punkte gemacht. Hier sind deine Punkte. Go. Sieht nicht gut aus für Johnny. Wer ist jetzt dran? Das der bin ich. Delfin Maeve. Der Maverino. Was sagst du? Das. Gute Lehrer. Schüler-Lehrer-Beziehung. Angemessen. Wie viel Prozent der Leute sind auf Social Media mit einem ehemaligen Lehrer befreundet? Oh, das ist ein häufiges Ding, oder? Ich war mit Tim mal in so einem Restaurant essen und plötzlich ist sein Lehrer einfach vor dem Fenster langgelaufen. Auf und Social so, das ist mein Lehrer. Also sein Englischlehrer oder irgendwie so. Und dann hat er so geklopft, ihm zugewunken und dann ist der Typ reingekommen und meinte, ruf mich an. Haben die überhaupt Social Media? 20%. Ja, so wenig? Ich würde sagen mehr. Kannst du ja machen. Ich sag auch mach mehr. Das war so eine seltsame Situation. Aber ich bin vielleicht von beiden einfach. Vielleicht habe ich das zu sehr auf mich selber gemünzt. Zählt LinkedIn. Social Media ist Social Media. Doch, viele, ich glaube, viele bleiben in Touch mit so ein paar Mentoren, die sie dann doch irgendwie hatten. Oh, wie heißt diese eine Seite? Oh, gerade so. 27%. Wer kennt Tinder. Wen? Gerade so. Nee. Stay Friends oder so. Tinder. Ja, genau. Erstmal mit meinen Lehrern matchen. Gut geschätzt. Hier sind deine Punkte.
Ich bin sehr safe die ganze Zeit, aber ich wurde noch nicht. Das ist okay, hätte schlechter laufen können. Verraten davon. Ey, dieser eine Sound fuckt mich so ab, das klingt immer wie eine Steam-Freundschaftsanfrage. Was soll ich als nächstes in den Überwachungskomputer eingeben? Das klingt nach einem Du-Problem. Oder eine Steam-Einladung oder wie auch immer. Nochmal nachschauen. Essen nach. Was hat es hier damit mit Essen heute zu tun? Wie viel Prozent der Leute inspizieren beim Essen? Ich glaube, ich muss langsam hier White People Blanket, bevor sie das Restaurant verlassen. Also, man sollte es öfter machen. Ich weiß nicht immer, aber ich sollte öfter, weil da kommt oft ein Fehler vor. Oh, ich mache das in letzter Zeit immer eigentlich, 100%, weil... Ömer. Der Ömer-Donnerstag. 24%. Ich hole halt nie was zum Mitnehmen irgendwo. Inspizierst vielleicht nicht, je nachdem, wie aufwendig das mehr halt war, ne? Ich sag mehr. Ich find, also bei McDonald's oder so sollte man schauen. Ich glaube, es ist akkurat, die Schätzung. Das wird gut hinkommen. Yo! Oh, viel mehr, wow. Venture Rise, 19 Monate, Mann. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, ich grüß dich. Wir hatten mal für alle Leute Burger geholt bei McDonald's. Sehr schön. Und alle haben ihr Essen gehabt, nur mein Burger war vergessen worden. Oh, das kenne ich, das Gefühl. Das passiert. Das hat ein Trauma hinterlassen. Seitdem kommst du immer dran. Mal schauen, was wäre ein gutes Thema. So wie ich jetzt immer nachschaue, ob mir jemand ins Kino folgt, den ich nicht kenne. Mixtapes. Fully, der hat ein heißes Mixtape gemacht. Gefühlt betonte Zusammenstellung. Wie viel Prozent der Leute haben für romantische Interessen Musikstücke zusammengestellt? Oh, das ist so ein Johnny-Ding. Ich würde das machen. Wäre ich musikalischer, wäre ich das, ja. Der muss ja Mixtape zusammenstellen. Also du packst einfach nur Lieder in eine Playlist. Ich mach sowas eher mit so Zeichnungen und Fotos damit? Und so. Aber ich mach so romantische Scheiße. Boah, ich meine nicht, dass du was komponierst. Ich nutze ja oft das Playlist. Aber hast du auch so eine Leute Playlist? Das wirklich oder gemacht weniger. Haben. Ich hab das noch nie gemacht. Oder das ist denn eine ruhige Hits-Playlist, Moggy? Ich glaub, Moggy macht sowas auch, er gibt's nur nicht zu. Naja, ich hab keine so eine Playlist. Ich kenne da einen guten Song für sowas, erzähl mir davon viel. Ich glaube nicht an romantische Musik, müsst ihr wissen. Ich glaube, Leute, Musikstücke zusammengestellt ist halt auch eine Playlist. Romantik ist doch sowieso nur eine Playlist. Romantik ist sowieso schon lange tot. Nein! Fuck, das bringt mir jetzt nichts, ne? Für diese Schätzung gibt es krass viele Punkte. Ich war sehr gut dabei. Aber du hast sogar way mehr gesagt, okay? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte vielleicht. Johnny hat's richtig gefühlt. 12 war halt. Johnny, das ist ja okay. Johnny hat halt schon eine, ne? Sextape, oder? Johnny, wie heißt die bei dir? Die Playlist? Nein, bei dieser Frage geht's nicht um mich. Oh, zum Glück ist das für Johnny. Das möchte ich nicht sagen. Da möchte ich nämlich antworten, dass es nicht auf mich zutrifft. Wie viel Prozent der Frauen tragen einen Hut oder eine Mütze, um eine schlechte Frisur zu verstecken? Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent der Männer einen tragen. Also ich auf jeden Fall nicht. Frisur. Was mit Haarausfall? Wo ist da das trinken in der Stadt? Die Hausfahrleute tragen auch eine Mütze. Ich verstehe auch nicht, ist das gemeint so immer oder halt, wenn es mal schlecht ist, dass sie dann was aufziehen? Wenn es mal schlecht ist und sich dann was aufziehen, ist beschmackt. Ihr habt nur noch wenig Zeit. Ja, eben. Ich finde das aber schwer zu schätzen. Ich finde es immer doof mit diesen der Frauen. Einfach der Audienz, würde ich sagen. Ja, deswegen sage ich auch, das ist so komisch. Ich würde ein bisschen weniger sagen. Ich sag mehr. Ja, die sollten einfach sagen, wie viel Prozent der Menschen. Meine Haare sind richtig scheiße. Aber wie viel Prozent der Frauen? Geht es um generell oder mal? Ja, wenn du mal eine schlechte Frisur hast. Um eine schlechte Frisur zu verstecken. Steht da ja nur nicht immer. Oh. 57%. Yeah. Ja. Seht ihr? Okay. Ich hab einen richtigen Riecher. Du bekommst ein paar Punkte. Du hast eine gute Nase. Gute Nase, ne? Ist auch groß genug dafür. Ja, das ist richtig. Hier sind ein paar Punkte. Ich hab das Gefühl, ich schneide gerade nicht gut ab. Wer ist jetzt dran? Johnny aber auch nicht. Nee, mir lief gar nicht in der Runde. Stolle Nase. Kühlschränke. Was ist das heute? So einen habe ich auch. Hier und Lebensmittel. Wie viel Prozent der Leute haben einen Kühlschrank nur für Bier? Oh mein Gott. Also ich würde sagen, gemessen an der Demografie. Erstmal reingehen da. 80%. Nur für Bier. Beim Kühlschrank ist er nur für Bier. Wovon redet ihr?
Zählt der Balkon? Nicht, Balkon ist kein Kühlschrank. Wenn man einen Kühlschrank nur für Cola hat, nur für Monster bist du betrunken, Sargon? Zählt alles nicht. Mehr oder weniger? Ja, niemand hat das. Doch nicht mal den, der Strompreis heutzutage. Ich sag, es hat 1%. Ja, natürlich. Es hat 1% hat das vielleicht. Euer Publikum. Nein, ich sag, es sind 30. Oh. 9% ist das. Was für nur für Leute? Das haben Leute nur gewählt, weil sie witzig sein wollen. Ja, ich glaube auch, niemand hat das wirklich. Also so ein, zwei Leute vielleicht, aber jetzt hat höchstens ein Kühlschrank nur für Energy Drinks. Sargon versteht es. Ja, Energy Drinks sehe ich aber ja. Also für Getränke an sich. Das ist süß. Da kann auch mal ein Bier drin sein, aber die haben nicht nur für Bier. Ich sehe gerade, Sargon vergisst, dass da auch noch Grillfleisch drin ist. Ja, sie ist genau das. Grillfleisch gehört zu Bier. Das ist die Beilage. Oh, das, wir mal, das fände ich jetzt oh, das lustigste Wort in der englischen Sprache. Ja, ja, Blubi, das will ich generell Getränke. Drei Antworten geben auch Punkte. Viel Glück. Bubis. Wenn du im Publikum bist. Ich denke, Bubis ist ziemlich lustig. Ja, solche Sachen sind immer dämlich. Fart. Penis. Sehr witzig, auf jeden Fall. Penis. Moist. People order our patties. Personen ordern unsere Burger. Poop. Vergesst nicht alle. Ich meine, funny ist wirklich ein lustiges Wort. Es ist dämlich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja. Yeah. Ich meine, Boobies klingt lustig. Ja, aber sowas wie Kumquat und Kerfuffle klingt eigentlich voll lustig, aber nimmt das nicht. Kumquat, finde ich, klingt auch. Du musst einfach nur denken bei den Wörtern, was klingt lustig und macht Spaß, okay? Ja. Oder Dongle. Dongle ist auch. Ich sehe schon, wo ist Dongle? Ich bin in einem Fahrt. Ja, Dongle? Klingt doch witzig. Oh, okay. Und was waren die beliebtesten Antworten? Moist ist einfach schrecklich. Oh, ich war der Einzige, der Funny gewählt hat? Moist. Er war der Moist ist voll weit oben. Ah, shit. Aber Dongle, da war ich bei. Siehste? Ja. Moist war schrecklich. Aber Bubis war. Mann, ich wollte Bubis als letztes noch klicken, da war die Zeit rum. Ich hab so reingeschissen. Boah, ich hab auch so geht's einigen Leuten, Johnny. Ich glaube, ich bin der Letzte. Kerfuffle ist die Aufregung, das Durcheinander der Lärm. Kerfuffle, ja. So ein richtiges Kerfuffle. Yo, Platz 5! Oh, nicht letzter. In der Finalrunde hat Fully mich noch abgezogen. Nicht letzter. Oh, Junge, so wie du in dieser Runde abgeräumt hast. Aber es ging auch um englische Sprache, da war Fully im Vorteil. Actually, traut sich Fully nicht, Bubis zu wählen. Hä, doch, hab ich doch. Was? Nein, das glaube ich nicht. Herr von Patch, danke dir für 5 Giftsubs, Mann. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich würde noch eine Runde machen, aber klingt gut. Voll. Wahrscheinlich, wenn man andere Spieler macht, dann dann müssen wir nochmal kurz ausmachen. Wir können ganz kurz ausmachen, nochmal reingehen, ne, andere okay. Spieler. Habt ihr ausgeblendet? Die gerade dabei waren, gönnt den anderen den Vortritt. Habt ihr ausgeblendet? Ja, ausgeblendet. Gut. Gut, gut. Grasix sagt, dass Fully ein prüdes Würstchen ist. Was war das? Können doch nie im Leben 55. Ich meine vielleicht ein bisschen, aber was soll das denn? Warum so gemein? Ach, und Pink Fluffy, danke dir für 53 Monate treue Hörerart. Dankeschön. Den sollst mal rein. Ja. Nicht Ausbecher. Ist dann irgendwas, und der Wollo-Fan liebt Bubis. Ich meine, das ist fair. Aber danke dir für 4,20€. Aber wer nicht? Ja, wer nicht? Bubis sind das Beste. Johnny, fehlt's noch? Jo. Ich weiß nicht, es gibt immer die. Es gibt immer die Flüge- oder Brustdiskussion. Wir reden von Hühnchen, richtig? Hey du. Was sind dann die Flüge? Nee, Puten. Keine Ahnung. Ihr könnt den Code anzeigen jetzt. Der freie Schürkende Spesel von mir. Putenbrust. Das ist ein Spesel. Und die deswegen so einen Polarwatch bei der Hand haben in der Bude. Aber das gefällt mir gerade. Das erinnert mich immer sehr an Jack. An Dr. Jack. Movie. Oh, ich hab's nicht mal eingeblendet. Jetzt hat die gar keine Chance hier. Tja, also bei mir ist man da besser bestellt. Komm, einer von euch schafft's doch rein. Ich denke an euch. Nee, zu spät. Ja, das war schon kein zu spät. Wort verstanden. Zu spät, aber man, ab in die. Ist Österreich, oder ab nicht? In die Dings. Ja, ja, Timmy, man muss sehr schnell sein. Ja, was für ich troll rein, ich war noch nicht so weit. Ich hab kein OBS eingerichtet. Was für OBS eingerichtet? Was musst du OBS noch weiter einrichten? Was machst du da? Ich hab grad meine scheiß Beleuchtung verändert. Deine scheiß Kamera eingestellt. Ja, also. Johnny ist ganz schön unvorbereitet, würde ich sagen. Jo. Ich habe halt das Licht verändert. Yeah, okay, mit euren OBS Webcam-Einstellungen. Ich bin heute Morgen mit Fieber aufgewacht, Fuli. Ich habe eine Ausrede. Ich habe einen gelben Schein. Ja, ja, das stimmt. Gute Besserung, Mann. Ihr habt Melfa auch einen dafür, dass er zu spät ist?
Nein. Melf hat einfach reingekackt. Wie es zu spät ist. Ich war nicht zu spät. Klar, was ist, du warst zu spät. Nein, Johnny war zu spät. Ich war pünktlich. Der Johnny war ganz los. Der war gleichzeitig zu spät. Das ist normal. Das ist völlig okay, so spät zu sein. Wer fängt an? Nein. Das sind nicht die Aufnahmen am Dienstag. Ich suche einfach mal nach... Neuer Job. Ja, okay. Man kann auch so kurz CDU machen. Neuen Job für mich. Bevor ich danke für deinen Beitrag, ich hab's allerdings auch gesehen, deswegen kann ich dich nicht schämen. Ich hab's leider auch gesehen. Visitenkarte? Oh, Fully ist ein Visitenkartentyp, oder? Nein, Johnny ist einer. Nein. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr ein paar. Doch, ich kann mir vorstellen, dass Johnny einem einen in die Hand drückt. Ja, ich wäre der Typ, der. Ja, ich würde. Oh, hast du so eine Visitenkarte, wo mein Twitch TV und mein Flashlight draufsteht? Von Kroge. Jonas von Kroge. Ja, man darf meinen Namen wissen. Als 15% daneben liegt, könnt ihr doppelt. Ich will ein Buch rausbringen mit dem Namen. Viel mehr oder viel weniger sagt. Jonas auf Droge? Ja, klar, selbst erstellt. Ich sag ein bisschen mehr. Jonas von Kroge. Ich sag die Spur mehr. Ein paar Leute brauchen eine aus irgendwelchen Gründen für ihren Buch. Ja, manchmal müssen es. Ja, ich sag ein paar. Ja, sollten sowas haben. Viel mehr. Vielleicht sind es weniger. Heilung. Oha. Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Mehr. Und was sagt dein Publikum? Wenn es genau 10% sind? Oh, ja. Fantastische Einschätzung. Du bekommst Punkte. Ich hätte nicht so auf Moggy hören dürfen. Ja, so läuft es meistens. Game. Okay, wer hat das richtig? Hier sind ein paar. Wofür steht Jonas VK nur? Ja, es ist, so halb öffentlich. Okay. Es gibt einen super alten Tweet, wo mein Nachname drin kommt. Joni. Ich wette, unsere Datenbank hat ein paar gute Infos dazu. Hotdog. Das ist doch mein Thema. Ich bin in Ikea geboren. Strahlungsbelastung. 4% der Leute tun ihre Hotdogs in die Mikrowelle, statt sie zu grillen oder zu kochen. Oh, ich hoffe nicht so viele. Ja, außerdem danke für den 5, wa? Scheiße, das machen bestimmt genug. Weil das Kochen und so, manche Leute denken, das ist aufwendig, aber wisst ihr, wie wir es gemacht haben? Einfach kurz den Wasserkocher an, in so eine Tupper-Dings und dann legt man die Würstchen da rein. Wasserkocher an, Beutel rein? Ja, das ging schneller als Mikrowellen sogar, würde ich sagen. Aber es gibt so Mikrowellen-Hotdogs, so richtig ranzige. Okay. Ja, die sind ekler. Ich hoffe, es machen nicht so viele. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Ich sag, Leute wissen, was gut ist. Viel Komm schon, mehr. Leute, wir müssen da richtig Grillen rein. Finde ich aber auch weird, Mikrowellen-Freunde. Ich kenne doch die Demografie richtig, oder? Ja, aber viel mehr ist halt übertrieben. Ja, die Demografie, glaub mir. Gott! Oh, viel weniger, als ich gesagt habe. Das ist Vollidioten. Es hätte sogar viel weniger sein müssen. Ich wusste es. Morgi, wieso willst du das in die Mikrowelle machen? Sehr schön. Will ich ja nicht. Ich will nur sagen, dass die Vollidioten sind. Ach so. Eine Currywurst Hawaii, die Curry-King Hawaii wäre aus der Mikrowelle zum Beispiel. Ich hab ja Vertrauen in euch. Und wisst ihr was? Nur ein paar haben mich enttäuscht. Ich find's super, dass das Ergebnis so war, aber ich hab halt scheiße geschätzt. Ja, hast du. Wie viel Prozent der Leute verstecken mehr als 1000 Euro Bargeld außerhalb der Bank? Was? Wer hat denn 1000 Euro? Jeder. Was heißt verstecken, wenn man es einfach irgendwo ja, horten. Zu Hause hat? Also nicht hat, auf der Bank. Oh, das ist schwer, ey. Oh, ich glaube, das machen Leute. Es gibt Leute, die das tun. Boah, das finde ich super schwierig. Was glaubt ihr? Ich würde sagen, 1000 Euro ist ein bisschen viel. Wer hat einen Riesen hier irgendwo rumliegen? 1000 Euro in Aktien ist aber nicht gemeint, oder? Nein, das ist ja nicht. Sobald man es in den Bargeld, das du irgendwo liegen hast. Da steht ja auch nicht horten, da steht halt außerhalb der Bank verstecken. Aber das ist horten, nach Definition horten. Ja, hast du gesagt, aber das steht da halt nicht. Mehr? Ja, aber das ist ja Jacke wie Hose, Johnny. Sagt weniger. Und was sagt euer Publikum? Ja. Fuck, oh, 20%. Nur ein paar. 1000 ist schon viel, aber dass generell so viele von euch das haben, der. Ich kann dieses Spiel nicht. 1000 Euro bar. Okay, bei euch. Das ist richtig. Ich sollte mein Chip einladen. Also das wurde jemand schreibt, Schwarzarbeit läuft. Ich denke, das ist ein starker Punkt. Es wurde auch empfohlen, bis der Dann gehen wir mal in die Werkstatt und repariert das Auto bei ihm. Ich habe 0 Punkte. Falls das Abheben nicht funktioniert durch Seife? Seife? Was ist Seife? Wie viel Prozent der Leute haben. Ich habe einen Riesen hier rumliegen. Der ist noch von meiner Konfirmation. Was ist denn ausgefallen? Ach so, ein komisches Flickseife? Ja, ein cooles Stück Seife. Irgendwie was interessant aussieht. Ach so, ausgefallen. Jetzt
du dich so, als wäre das üblich. 37%. Keine Ahnung. Also die Seife, die ich jetzt gekauft habe, müsst ihr wissen, die ist ergonomisch geformt. Hast du so eins? Abgerundet. Nein, ich habe kein Stück Seife, aber ich kenne diese, kennst du es nicht in Läden, dass du interessant und geformte Seife hast, auch Figuren teilweise als Seife und sowas. Das gibt's ja, halt. 17%. Ja, das sind weitere 0 Punkte für den alten Mögi. Aber ich kann es nur vorstellen, das ist Wunsch. Nein, 550 Punkte. Wer hat das? Ich fast so viel wie Johnny. Gut, ich aber auch. Shit. Bin so am Arsch. Yeah, 2K. Okay. 100 Euro Bargeld hätte ich auch noch gesehen, aber 1000 war. Alright. 100 Euro Bargeld ist ja wirklich das. Das haben ja 90% der Leute. 100 Euro hat Johnny allein in seinem Portemonnaie. Ruhe jetzt! Ich will das hören. Mein Portemonnaie ist tatsächlich nie Bargeld. Da ist nie Bargeld drin. In der Öffentlichkeit zu furzen. Ich könnte mir so vorstellen, dass auf meinem Konto weniger Geld ist als auf deinem. Nein, 99% und der eine Prozent sind perverse. Das okay, ist bestimmt wieder so ein Perverse. Der eine Prozent sind perverse. Die wahre Frage ist, wie viel Prozent genießen es? Ja, jeder versucht es auch. Was heißt denn auch vermeiden? Also, ja, du knallst halt die Backen zusammen. Damit dich, damit gleich. Du bist also so ein Perverser. Damit ich in frischer Luft zum rauskommt. Nein, stell dir vor, du bist worüber reden. Ich tipp auf 80%. Ich verstehe das gar nicht, man kann das vermeiden. Schnell. Alles die raus, auf keine Miete zahlen. Ich sag so 60. Was? Yes. 63? Yes. Ihr macht mich krank! Top Performing 13. Das sind deine Zuschauer, Morgi. Ihr macht mich krank! Das sind nicht meine. Das sind nicht meine hier. Und nein, Leute fragen mich, ob ich auf die fucking Gamescom komme. Schaut euch das Ergebnis an! Ja, aber guck mal. Wenn ihr in der Öffentlichkeit rumfuhrt. Aber in einem. War ein Fan-Treffen. Keine Ahnung. Was ist denn los mit euch? In irgendeiner Menschenmenge furzt, ist doch nicht schlimm. Hört ihr? Richtig einen rausknattern an der Tanke. Es ist uncool, wenn man gerade, keine Ahnung, mit Leuten irgendwo in einer Runde steht oder in einer Schlange vor einem Essensstand oder so. Das macht man nicht. Kletterpark. Aber irgendwo in der Öffentlichkeit kann man doch ruhig mal furzen. Solange man es halt nicht laut macht. Solange man es nicht laut macht. Hä, ihr seid lost. Der findet's geil. Ich liebe es. Ich steh so drauf. 20%. Das hört mich richtig an. Mehr oder weniger? Johnny geht aber auch immer noch in die Hocke und so. Ich sag dir Spur weniger war im Kletterpark. Ich war in den letzten Jahren in einem Kletterpark, aber das... Oh, 20% ist ein starker Pick. 20 ist gar nicht mal wenig. Du warst vor genau 4 Jahren in einem Kletterpark. Rachelize, habe ich mich schon für die 19 bedankt. Vielen lieben Dank. Bleib beim Team und uns. Aber in den letzten 3 Jahren... Was? Was? Deine Schätzung war mehr als... Wie viele Leute... Sag mal, was macht ihr im Kletterpark? Aber war der Kletterpark nicht 2 von den 3 Jahren geschlossen? Ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine Pandemie. Aber als er aufgemacht hat, Maeve, da sind alle dabei. Ihr seid also alle in 2019, 20 und 21 oder 22. Ja, eigentlich zählt ja 2019 nicht mal mehr. Haben wir eine Kletter-Community? Scheinbar. Ja, 2019 zählt nicht mal mehr. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen gesehen habe. Ich kenne nur Comics. Habe ich einen Film gesehen? Ich wünschte, jeder hätte einen gesehen. Ich will davon ausgehen, dass es 70% sind, aber... Ich habe mal Clips auf YouTube gesehen, zählt das? Ich habe sogar Bücher gelesen. Ich weiß, dass er in der Badewanne lag. Morgi, ich habe sogar Bücher gelesen, wo seine Drehbücher drin standen. Ich weiß, ich sag ein bisschen mehr. Komm, die Kletterwand-Nerds, die haben doch einen Loriot-Film gesehen. Loriot ist etwas, kenn sogar ich. Also Loriot ist doch weit wundervoll. Sein, es muss ja kein Kinofilm von ihm sein. Oder so ein Spielfilm. Wer so viel klettert, hat keine Zeit für Loriot. Let's go. Doch. Das mit der ersten. Da holt der Mögi Punkte. Vierstellig, meine Freunde. Morgi, hast du denn so Videos gesehen wie mit der Ente? Ich weiß nicht mehr. John, das war mein Vater, das irgendwie. Das Weihnachtszeug. Keine Ahnung, ich war 8 Jahre alt oder so. Also, man kennt doch eher Bewegtbildmaterial von ihm als irgendwelche Bilder. Ich weiß es nicht. Oder? Ich kenne viele Loriot-Bilder. Eine Kletterhalle ist kein Kletterpark, oder? Ja. Kletterpark ist nur dieses mit den Bäumen, wo man so angeseilt ist und so, glaube ich. Ja, da habe ich ein traumatisches Erlebnis. Wie viel Prozent der Leute mögen ihren Orangensaft lieber mit als ohne? Ich mag's, dass wir danach einfach alle geschwiegen haben. Das ist schwer. Warte, es gibt Leute. Okay, also ich würde sagen, dass die richtige Antwort 100 wäre. Ich wollte auch gerade sagen. Meine, das ist verbreitet. Voll viel Leute. Was? Nein, ich mag das Fruchtfleisch, Fruchtfleisch nicht so gerne. Ja, eben. Ihr habt nur noch wenig. Deswegen, ich denke, das ist eine eindeutige 40%. Sache.
Ach okay. Nee, warte, Morgi ist los. Warte, lieber mit als ohne Fruchtfleisch. Die meisten, ja, ich mag lieber ohne. Mit. Was soll denn die das? Die meisten mögen es doch ohne. Die meisten mögen es ohne. Ja, aber ich mag mit. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Also ich mag sogar mit Fruchtfleisch, aber die meisten mögen es lieber ohne. Aber warum nutzt du viel mehr, Johnny? Och, 37%? Da war ich der Meinung, das ist viel mehr. Diese Schätzung geht. Ach so, ah Mann, ja, jetzt wurde ich verwirrt. Ich will was trinken und keine Orange essen. Endlich sagt's mal jemand. Ja. Hier sind ein paar Punkte. Also ich schneide nicht gut ab diese Runde. Ich hätte 60 geschätzt, was ja umgedreht 40 sind. Ach. Oh, letzte Runde. Oh, Zeit für die letzte. Wir was mit Englisch. Oh, oh. Es kommt wieder sowas. Damit wir herausfinden, welches ist das englische Essen, was ihr. Nee, das amerikanische. In welcher Sportart wären die Leute gerne der Weltbeste? Schauen wir mal, was die Leute genommen haben. Oh, was? Wenn die Klettern Hockey dabei ist. American ich dachte, Football Hockey wären YouTuber. Bereit? Hier ist gar nichts mit Klettern dabei. Ich habe das Gefühl, die wollen eher einem Golf sehr stark andrehen. Antwort, du am meisten ja, das stimmt. Du kannst definitiv die Antworten beeinflussen. Der Weltbeste ist doch aber auch irgendwie. Mir fällt kein drittes ein. Also ich glaube, ist ziemlich lahm. Sollte ich safe haben? Denke ich? Denk dran. Oh, das ist schwer, aber das ist eine gute Frage, wenn es so schwer ist. Eins davon ist safe. Ja, yeah, ich würde auch gerne, American Football der Weltbeste. Was überhaupt ist American Football? Wirst du gut bezahlt, glaube ich. Ist so skurril. Einer meiner Picks ist ein bisschen das American Football so finde ich. Ja, ich finde ihn so seltsam. Film gesehen aus den 90ern. Doch, doch, aber ich finde den Sport seltsam. Verstehst du nicht, was ich meine? Also, ja, alle haben Fußball gewählt, okay. Offensichtlich. Ich fände es voll sinnvoll, der Beste im Bowling zu sein, weil du musst echt 3% sagen, American Football. Du würdest wahrscheinlich immer Weltrekorde. Ich dachte immer, so viele Leute mögen Basketball. Oh, let's go. Bowling. Beides drin. Warte, schwimmen? Schwimmen? Schwimmerplatz 1? Ihr geht klettern und schwimmen? Wieso? Schwimmen über Fußball? Wirklich? Schwimmen über Fußball? Ich finde Schwimmen cool, aber what the fuck? Schwimmen! Blubi! Glückwunsch, Mann! War klar, dass Blubi Schwimmen gewählt hat. Schwimmen also! Blubi! Ja, der Blubi ist ein Schwimmer. Das ist so eine Nerd-Antwort, mein Gott. Das ist halt praktisch, ja, aber wie. Ja, das ist eben. Ich meine, ich war auch in einem Schwimmverein. Ja, aber der beste Schwimmer, damit kannst du dann ja basically auch andere Dinge gut machen. Wie, was? Da kannst du ein Superheld sein, basically. Wollen wir noch eine Runde? Ich würde noch eine Runde machen. Ja, eine geht noch. So, wir wechseln natürlich. Spielern wieder? Dann müsst ihr noch. Ja. Ich hasse diesen Folie. Maeve ist halt einfach zu süß, so bei Moggy würde ich es mich nicht trauen. Kannst du mal die Schnauze halten? Bei Moggy traue ich mich. Voll den Spitznamen. Das ist der Unterschied. Oh, ich sag zurück. Es sieht so aus, als würde ich Louis jetzt 50 Euro schulden. Naja, dieser Louis. Spielen wir jetzt erstmal eine weitere Runde. Hat der Louis wieder 50 Euro kassiert? Louis hat gemeldet, dass wir nicht zurückkommen. Wer ist zuerst dran? Na, soll mal Louis die Schnauze halten? Der Präsident wollte gestern erst, dass wir danach suchen. Fischeier. Oh, natürlich. Wollen wir der Präsident, dass wir nach Fischeiern suchen? Der alte Olaf kriegt den Hals nicht vor. Hä, wie stark ist das denn, dass wir alle so Emotes haben und unsere Gesichter so da drin. Ja, es ist so super. Ich hab, pass auf. Ich hab letztens Sushi bestellt, zwar so ein bisschen paniert, okay? Super gut, da war ein bisschen Kaviar drauf. Oh, paniertes und, Sushi ist immer ich hab's so genossen. Okay. Die Einschätzung ich will paniertes Sushi essen. An alle anderen, ihr seid jetzt dran. Denkt ihr die richtige Antwort? Ich hatte mal eine Pizza-Weltmeister, falls ihr das schon mal gehört habt. Und da war ein Drittel Kaviar drauf. Und ich kann euch sagen, ich hab's nicht genossen. Oh, das war Kaviar, stimmt. Ja, das war leider kein. Ich glaube, die meisten Leute mögen das. Das sah aus wie verbrannt. Ich sag weniger. Kaviar ist so ein richtig seltener Liebling, glaube ich, wenn dann überhaupt bei Leuten. Und ich Leute poker, essen ich die noch falsch, weil die viel zu viel drauf haben. Die müssen ganz wenig haben. Yes, Johnny. Oh mein Gott, was? Das ist sehr viel weniger als erwartet. Leute essen sehr oft auch Kaviar falsch und deswegen mögen sie ihn nicht und probieren ihn auch nie wieder. Oh, findest du, dass ich mit der Pizza-Weltmeister Kaviar falsch gegessen habe, Fully? Ja, zum Beispiel. Auf der Pizza-Weltmeister war es halt komplett falsch drauf. Also das stimmt. Ich hab Pizza-Waldmeister verstanden. Was hast du zum Weltmeister? Jetzt eine Pizza-Waldmeister. Bücher. Und weil also ich gerade gesehen hab, oh Gott, Taschenbücher keine Bücher. Ich meine, Zock, danke für 2 Euro, aber es ist gerade ein sehr schlechter Zeitpunkt, um mir irgendwelche random Fragen zu stellen. Meinst du? Nee, lies mal vor, dann können wir alle beantworten.
90% der Leute haben weniger als die Hälfte der Bücher auf dem Bücherregal. Ich hasse also die Formulierung. Auf dem Bücherregal. Also das eigene? Was soll das? Ich habe zwei. Was soll das? Geht's darum, ob man die Bücher ganz gelesen hat? Oder alle gelesen, die drin stehen, oder? Reicht angelesen. Fast alle, nicht okay. alle. Aber warum kriege ich immer Fragen, die ich so null einschätzen kann? Ich habe nämlich alle meine Bücher wenigstens angelesen. Oh, jetzt eine Pizza-Jägermeister habe ich dabei. Oh, schwer. Oh. Fast alle meine Bücher weniger, sind der kleine Drache-Kokosnuss. Leute tendieren dazu, wenn sie zwei oder drei Bücher kaufen, nur eins vielleicht davon zu lesen. Ja, denke ich auch. Habe ich weniger als die Hälfte im Endeffekt gelesen. Der kleine Drache Kokos. Uli hat nur Auswahlbücher, da gibt's nichts zu lesen. Du hast so ein Lost Take. Wer hat es richtig? Sehr schön. Ich fand's ein bisschen witzig. So ein Lost Take. Okay. Kann man mitmachen? Wer ist als nächstes dran? Oh Gott. Jeder ich schneide nicht gut ab übrigens. Festnetz. Oh. Ich habe heute 1256 Frames gedroppt. Wie viel Prozent der Leute haben noch einen Festnetzanschluss? Jeder? Okay, das ist, jeder bekommt einen zum Internetanschluss. Und ich wusste es nicht. Die Frage es ist so scheiße, dumm. Weil wir alle haben einen. Ihr alle habt einen. 99%. Wir alle haben einen. Jeder hat einen. Aber ist die Frage, ob wir die Audience jetzt aber reden, natürlich wissen sie es, wir haben es jetzt fünfmal gesagt. Die alle denken, sie haben keinen. Ja, genau. Aber man hat halt vorgeschriebenerweise einen. Ich hätte nicht so hoch gehen sollen. Ja. Also jeder hat halt auch eine Telefonnummer. Das ist absolut das ist absolut eine dämliche Antwort. Wollt ihr mich verarschen? Das ist eine dumme Frage. Ihr habt alle Internet oder so. Dann habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo wahrscheinlich ein Festnetz an. Oder man geht halt davon aus, wenn man ein Festnetz hat. Oder sie wollten mich oder 30% wollten mich bewusst sabotieren. Ich würde sagen, du hast halt gedacht, sie haben es geschafft. Sie hätten die Frage so stellen sollen, Festnetztelefon. Und dann hätte man auch ihr Wert beim Würfel. Ich habe auch ein Perso. Blumi, wenn ich hier Internet hat, wie machen die Leute hier mit? Leute haben auf ihrem Personalausweis. Naja, du kannst schon mobiles Internet nutzen. Eine falsche Größe an. Oh, stark. Mit Absicht oder aus Versehen? Ich wurde gemessen, als ich ihn zuletzt gemacht habe, weil ich mir nicht sicher war. Hat sie gesagt, ich habe ein Maßband. Aber wir sagen auch aus Versehen, ne? Also geringfügig eine falsche. Jeder. Das ist wie bei der Steuererklärung. Jeder hat da geringfügig was abgeordnet. Man gibt dem mal geringfügig falsche Angabe. Oder weniger. Ups. Ich sag, die Leute geben es nicht zu, aber es wären viel mehr eigentlich. Ich gehe richtig rein. Es müssten so 90% sein. Ich glaube, bei mir ist meine Größe falsch. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Melf, das steht da doch. Melf, es geht um die Größe. Die meisten Leute haben mehr Schwankungen in ihrer Größe als es ging um die Ja, aber ist ja egal. Ich bin ja nicht alle. Was? Oh! Was? Oh, das Comeback! Oh mein Gott, Moggy! Du bekommst ein paar Punkte. Wir sind alle viel zu ehrlich. Ich geb mir immer so 2 Zentimeter mehr. Hier sind deine Punkte. Ich glaube, ich habe 1 Zentimeter zu wenig eingetragen. Wer ist jetzt dran? Aber nicht mit Absicht. Also bei mir wurde es vor Ort gemessen. Ich konnte es nicht falsch angeben. Ja, bei mir auch. Ich war noch im Wachstum und habe 2 bis 3 Zentimeter mehr angegeben. Boah, und dann hast du aufgehört zu wachsen. Vielleicht will ich mir das einfach nur ein, dass ich größer bin. Oh, scheiße, 4% der Leute haben einmal auf einer Bar getanzt. Auf dem Bartisch oder wie ist es gemeint? Auf dem Tresen getanzt? Auf Tresen, ja, das, genau. So meine ich das, ja. Rasix, wer ist der Tresentänzer? Es wird wieder auf den Tischen getanzt. Ja, Rasix auf jeden Fall. Na, tut nur so. Rasix weiß nicht mal, was eine Bar ist. Also, ich habe die Frage so verstanden, dass man oben auf dem Gebäude tanzt. Oder weniger. Ach so. Ich habe das Gefühl, ich gehe nochmal richtig rein. Von diesem Publikum muss überhaupt mal jemand in eine Bar gehen. Oh, wie soll man da überhaupt draufkommen? Da fällt man doch nur runter, vor allem im Betrug. Ist doch. Nee. Wie soll man da raufkommen? Ich kann da kaum. Wie sollst du raufkommen auf die fucking Bar? Das wäre so unmöglich darauf. Okay, wer? Gibt es zu im Chat. Ja, da waren ein paar Leute dabei. Er wird auf der Bar getanzt. Rasix sagt was? Wie 36%? Was denkst du, wie viele Leute auf der fucking Bar getanzt haben? Raus mit der Sprache. Draufklettern? Ich sehe schon, ihr mit euren dummen Kletterwänden. Ja, Leute, die richtige Kletterer. Oh nein! Man springt halt drauf. Wie wär's damit? Spring halt drauf aus dem Stand oder was? Musicals, let's go. Oh, bestimmt jetzt so, wie viele Leute hassen das, wenn... 4% der Leute haben schon mal ein Musical gesehen. Ja, die Filme zählen aber auch, ne? Also Musical-Filme. Warte mal, bei uns steht doch Using Global Data, oder?
Nein, erst wenn Leute. Achso. Da steht auch Audience Records. Ja. Ja, jetzt schon, ich dachte, es mischt. Es müssen nur so ab an anderen Stunden mehr. Mit der Räuberleiter kommt man auf die Bar. Also ich denke, die meisten haben mindestens mal einen Disney-Film oder sowas gesehen und das ist ein Musical. Nein, sehen sie nicht als Musical. Nein, das zählt nicht. Wenn du in ein Musical gehst, sehen, natürlich, ein Theaterstück. Nein, du musst in ein Musical gehen, in ein echtes, nicht in einen Film. Nein, Film zählt Film schon, wenn du Musical-Filme anschaust, aber Disney würde ich ja, nicht sicher. Gelten lassen. Nein. Doch. Ein Disney-Film ist kein Musical, Leute, nur weil da Musik vorkommt. Natürlich ist das ein Musical. Das ist ein Film. Nein, deine Aussage ist objektiv falsch. Wow. Nein, es ist ein Musical. Okay. Aber es ist halt ein Film und kein nicht auf einer Bühne ein Musical. Was sagt Spiele der Filmexperte? Und Naniko, danke für 62 Monate treu. Dankeschön. Okay, aber bei der Frage hätte ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass du mit Theatermusik als nächstes. Ja, das stand aber nicht bei. Ich sehe die Nachricht, ein Musical-Film ist kein Musical. WTF, ich stimme zu. Ja, ich stimme auch zu. Fully hat Unrecht. Fully hat 100% Recht. Gerald Gleisungen. Also, ich sehe, noch nie ein Schimpfwort von seinen Eltern benutzt. Sag mal, was seid ihr für brüde Truden? Aber was ist denn zum Beispiel König der Löwen? Das hat ja nochmal. Ja, hat ja aber nochmal ein Musical bekommen. 2%. Ja. Das ist der gleiche Fehler, den ich auch gemacht habe, auf so viel zu gehen. Musical, das heißt, Musical. Wenn man ein bisschen mehr will, ist man immer Disney richtig. Wenn Film Musical Google, kommt da The Prom, Annie, The Greatest Showman, Burlesque. So, das sind Filme über die Musicals. Aber du so kannst ein Musical auf einer Pocahontas Bühne performen halt oder als Film haben. Das geht beides. Ja, guck mal, genau, hier, wie heißt die? Wie heißt die Scheiße? Diese Leute, jetzt habe ich nicht gewotet. Und was sagt euer Publikum? Wie heißt denn dieser? Wer sind die 9%? Das sind die auf den Dresen tanzen. Aber zu Hause sind sie, sagen sie was manche nicht. Manche haben strenge Eltern oder manche sind einfach, hier sind deine Punkte. Die aber dagegen strenge Eltern musst du erst recht rebellieren. Und sagen, Chat, du hast mir gar nichts zu sagen! Ich hielt's in mein scheiß Zimmer! Das sind einfach gut erzogene Leute. Hier sind mein verficktes Zimmer. Pendeln im Innenbereich gehen oder stehen? Das Vorschau-Musical wollte ich noch schauen. Les Miserables. Das ist zum Beispiel Musik, obwohl es ein Film ist. Das sehe ich. Also herunterhalte ich jetzt, also wer die Treppe runterläuft, ist schon mal lebgefährlich. Das ist doch was anderes. Gelten, als einfach nur, dass es gesungen wird. Damit es ein Musical ist. Wer geht denn die Trolltreppe runter? Fully aber schon richtig eingeblieben. Doch. Ja, es gibt Musicals als Film, würde ich auch sagen, aber nicht unbedingt sowas wie Dschungelbuch oder so. Nichts, weil mich wütet, dass Leute stehen bleiben. Ich bleib stehen. Ja, nur gesungen. Der Code im Befehl ist übrigens falsch, der Code steht oben links im Bildschirm. Schauen wir uns mal die Antworten aus dem Publikum an. Oh, ja. Rasix ist aber gerade auch in der Runde dabei, muss man fairerweise sagen. Was? Ihr bleibt auf der Rolltreppe stehen? Wo sie frei ist? Wer hat das Recht? Ja auch nicht. Sehr schön. Ja, wenn man schon von der Kletterhalle kommt, dann ist man erschöpft. Ich bleib auf jeden Fall stehen, wenn da halt Leute vor mir sind. So, wenn massweise Leute da sind, dann klar, dann versuchst du auch zu laufen, aber... Wir haben jeden im Publikum befragt, um herauszufinden. Nach unten laufe ich immer, aber hoch nur bei Stress. Würden. Ja, okay, nach unten finde ich auch besser. Ja, okay, Rolltreppen haben eh so hohe Stufen, deswegen hat man keinen Bock, die zu laufen. Geht, um Hamburger zu bestellen. Hier sind die das ist der kleinste Antworten. Text der Welt. Was ist denn da passiert? Was ist das? Welche Menschen Namen verbinden die Leute am engsten mit jemandem, der in einem italienischen Restaurant geht, um einen Burger zu bestellen? Was? Was ist das für eine Frage? Das sind alles keine Namen, die... Was? Das ist sehr komisch. Wieso denn? Wer ist denn vor allen Dingen um Hamburger in einem italienischen... Hamburger... Das sind Idioten dann, oder nicht? Ja, deswegen nehme ich gerade Idiotennamen geben, ja. Ja. Das mache ich auch. Genau, das habe ich jetzt auch. Das ist eine komische Frage. Denk dran. Idioten. Ich habe jetzt Namen getroffen, nicht Mario? Nein, Mario ist Idioten sein könnten. Mario ist ein italienischer Name, deswegen, aber... Ja, aber wieso denn ein Burger? Das ja, ist also für kurze Ahnung, Zeit so war Mario auch in Deutschland populär. Ich finde, geht doch in eine Pizzeria und sagt, ich höre einen Burger. Ja, nee, das ist ein Chat. Also wenn Chat nicht Chat nimmt, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Das ist Chat. Nein, Chats sind zu cool dafür. Die wissen doch, was abgeht. Okay, Computer. Nee, Chats sind aber auch gleichzeitig so Football spielende Schränke, die so ein bisschen als sowas machen. Als ob ihr Mario reingevotet habt. Yeah, stark. Chat.
Das aber haben Chat. Die nur gewählt. Ich hätte doch. Chat wählen sollen, weil Leute nur Chat wählen, weil es halt Chat ist. Ja, weil es der Chat ist. Und nicht, weil es Sinn ergibt für die Frage. Ja, als Referenz an den Chat. Wie, weil es Sinn ergibt für die Frage? Nichts ergibt Sinn daran, Funny. Jetzt schon mal nicht so. Funny ist so abgestürzt. Diesmal, wo wir in den Top 4 sind, ist Funny ist richtig abgestürzt. Was ist da überhaupt los? Aufstieg und Fall von Funny oder was? Aber Julius, GG, let's go. Hey, dafür weiß ich wenigstens, was dein Musical ist. Weißt du nicht. Du doch. Sagst, Musical ist alles, wo gesungen wird. Jedes Medium. Nein. Wird. Sobald als Story-Element ein. Na, Melf, willst du schon mal das nächste Spiel vorbereiten? Wird, um den Plot voranzutreiben. Guck, was hätten wir denn zur Auswahl? Also, es ist auch Musical. Also, die Folge SpongeBob. Was für ein Genre das ist. Ja, es gibt SpongeBob-Folgen. Der Riss in der Hose ist Musical. Ja, verdammt, weil der Plot vorangetrieben wird. Also, wenn ihr SpongeBob geguckt habt, habt ihr mehrere Musicals in eurem Leben geschaut. Das ist aber so. So funktionieren literarische Gattungen. Ja, aber es Musical ist, glaube ich, keine literarische okay. Gattung. Scheinbar ist Musical gibt's gar nicht. Doch, aber die Definition ist, glaube ich, nicht so simpel. Sobald ein Song für den Plot verwendet die Bein wird, geht sich ja? gleich an die Gurgel, wenn wir es weitermachen. Nein, ihr interpretiert das immer falsch. Als wäre es mir in irgendeiner Form wichtig, ob die recht hat oder nicht. Die haben so viel Themen für einen Unentspannt-Podcast, ne? Aber die machen den nie. Ja, wann kommt Unentspannt-Podcast? Das Musical ist eine in der Regel in zwei Akten aufgeführte Form populären Musiktheaters, die Gesang, Tanz, Schauspiel, Look und Musik in einem durchgängigen Handlungsrahmen verbindet. So, und deine Definition ist halt so ein super allgemeines. Du willst es ja, so, du willst es so definieren wie. Schließ das nicht aus, was da steht. Das stimmt. Ja, aber schon. Die Definition hier schließt deins aus. Nein. Ja, dann nicht. Es geht ja nicht darum, dass einfach nur ein Song läuft. Es geht darum, dass der Song für die Handlung. Das ist ein Film. Drama und Komödie auch, gibt es halt auch in Filmen. Ja. Können wir jetzt bitte anfangen? Ich kann mir auch vorstellen, dass es Filme gibt, die Musicals sind. Ich die neue Runde, neue Geschichte! Hab ich nie Wieso stört dich das so, Bobby? Weil jetzt ist genug, es ist super nervig. Das verstehe ich nicht. Ich respektiere wir spielen jetzt, das Spiel jetzt und wollen nicht eure dumme Musical-Diskussion jetzt noch für 10 Minuten hören. Ich respektiere das und ich lasse es auch. Aber ich sehe nicht, was daran nervig ist. Das sehe ich und das respektiere ich auch. Okay. Ihr seid natürlich alle Ja, ist okay. Und es gibt nur eine eigene Medizin. Das ist super stressig. Für mich. Und deswegen habe ich eine revolutionäre Einstellungsmethode entwickelt. Ich werde euch alle auf einmal befragen und euch. Ich muss bei mir da mal die Heizung runterdrehen. Das ist so heiß, wenn man so viel Spaß hat. Angela, lösch alle Termine aus meinem Kalender. Wie Shinny wohl nach der ganzen Zeit geht. Montag nehmen wir TTT auf. Meine erste Manager-Regel, immer klar. Ja, Chili schon getestet. Chili funktioniert. Erwarte, Diskussionen, die sich nur im Kreis drehen, facken halt schon ab. Besonders, wenn man nicht teilnimmt. Sehe ich überhaupt nicht. Aber muss ich so verstehen, dass Leute so funktionieren. Es gibt keine Regeln. Außer diese eine Regel. Schreib mindestens 5 Also ich sehe nicht, was dran abfuckt. Jeder weiß, dass deine Intelligenz davon abhängt, wie viel du redest. Das ist meine oberste Regel. Oh, das war ein Punkt gerade. Je mehr du redest, desto schlauer wirkst du. Korrekt. Beschreibe, was du vor dem Schlafengehen alles machst. Was macht ein Salamander vermutlich, gehen. Wenn ihm langweilig ist? Darüber diskutieren das Musical. Und Leute, versucht es ein bisschen witzig alles zu schreiben und am besten auch viele Wörter benutzen. Yeah, ich bin fertig. Auch noch was? Was wäre beängstigend, wenn es ein Meteorologe während dem Wetterbericht sagt? Nein, ich wollte doch gar nicht. Es sind drei Sachen übrigens, ne? oh Gott. Oh, starke Antwort, wenn ich das einfach mal so von mir behaupten darf. Starke Antworten. Ich soll euch mitteilen, dass die Hälfte der Zeit. Beschreibe mich noch mal. Ich will was Witziges schreiben. Wegklettern würdest. Danke fürs Eisbrechen. Warum bin ich der Erste, der fertig ist?
bin fast fertig. Warum? Oh Gott, es gibt drei Fragen? Ja, ich hab's extra nochmal gesagt. Schreibe, was du machen würdest, wenn du aufwachst und auf einmal ein Eisbär wärst. Ja, was willst du machen? Entschlossenheit, keine Angst vor Exekution. Das ist Entschlossenheit, meine Freunde. Ey, was? Nein, du hast jetzt abgeschickt. Ich habe ein Wort zu viel geschrieben. Also ich hatte vier Wörter zu wenig geschrieben beim letzten. Ach so, dann zu wenig. Und man muss fünf schreiben. Ah, scheiße. Tja. Ich wusste nicht, dass wenn jemand was mit Hirsch bekommt, dann ist das von mir. Ah, oh, hast du den Hirsch wieder reingepackt? Zweimal. Ich hatte ein Wort zu wenig oder so. Sorry. Und beim anderen habe ich reinschreien gehauen. Oh, stark. Sondern stattdessen die Wörter eurer Mitbewerber benutzen, um die Fragen zu beantworten. Lustig, oder? Klickt auf alle Wörter, die ihr zu eurer Antwort hinzufügen wollt. Wenn ihr euch vertut, könnt ihr das Wort nochmal anklicken, um es zu löschen. Okay. Ihr könnt die Wörter auch einfach... Warte, hinter Johnnys Fenster kommen doch die Poster, die wir machen, oder? Könnt ihr nicht die richtigen Wörter finden, nach denen ihr sucht? Ein Fenster. Dann sagt etwas anderes, Kollege, denn mehr gibt's nicht. Die erste Managerregel lautet Beschränkungen... Baby, Baby, Baby! Aber hinter welchem Fenster? Oh, das sind viele Wörter. Ach du Scheiße, ich hab so viel okay. zur Auswahl. Soll ich das einblenden? Nee, ne? Nein. Dann wirst du ja. Nein, dann würden ja Leute für dich stimmen. Kann ich mal ein bisschen shuffeln, bitte? Oh, man kann lustigen Shit machen, aber ich schaff's nicht. Oh, ich habe was, glaube ich, Gutes. Ich weiß nicht. Ich muss es wahrscheinlich erst mal lesen. Ist es halt schlecht, wenn es kommt. Manchmal denke ich, ich habe was Gutes und dann kommt es bei euch an und dann findet ihr es nicht witzig. Das stimmt. Das kenne ich. Ja. Die Hälfte okay. der Zeit ist bereits. Ich habe was. Mann, mir fehlt ein Wort. Ja, das mir okay. fehlt ein Wort. Oh, ich muss mehrere nimm machen. Ja, zwei. Oh nein. Oh. Folter ist der Schlüssel. Ja, manchmal schon. Es gibt auch eine Situation, da ist das genau das Richtige. Laut dem Poster. Okay. Ich krieg keinen Satz hin. Scheiße. Oh Gott, das war ja richtig dämlich. Meine Antworten waren nicht lustig. Was sagst du jetzt? Oh, Leute können die Poster im Hintergrund machen. Ja, das ist das, was wir meinten. Ich hab nicht zugehört, ich spiel gerade. Was muss ich um Musicals ich schon, nachgedacht? Du bist voll. Wusstet ihr, dass nicht alles, wo irgendwie Musik verwendet wird, um Story zu erzählen, als Musical zählt? Wurde es abgeschickt oder habe ich es jetzt verschissen? Was ist das weiß ich nicht. Weil ich verstehe immer, ich denke immer, ich habe noch eine Sekunde und der dann ist hier halt schon vorbei wieder. Wegen dem Delay. Das größte Ding ist, dass du überwinden hast. Johnny erzählt, als würde man Musicals einsehen, die Til Schweiger-Spiele kennenlernen. Ich meine. Der hat sogar Games. Der hat sogar Games? Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, das größte Hindernis für mich ist, wie Johnny mir erzählen möchte, was ein Musical ist. Ja, ich denke auch, dass das ja. Ich wollte es dir nicht erzählen. Ich habe das gegoogelt. Der alte Maeve! Yeah! Und das fand ich gar nicht mal so stark. Das andere war halt leider auch nicht so viel besser. Und das war immer noch nicht meine beste Arbeit. Was ist dein Traumjob? Vermutlich einen Hirsch in Einzelteile zerlegt. Minjung, objektiv gesehen halt, Bubatz. Oh mein okay. Gott. Da argumentiere ich nicht. Wer hat denn da Minjung reingepackt? Minjung. Das war so ein Segen, dass mit Jung dabei war. Der Hirsch war halt auch nicht übel. Let's go! Nee, das war wirklich stark eigentlich. Ja, mit Jung. Ich hätte das nochmal noch bei der dritten Farbe. Was ist überhaupt der Job? Was motiviert dich? So eine Art Vogelzeitparadox? Ihr habt gefangen. Die Antwort ist halt auch einfach real. Was soll denn das? Wer war das? Wer war das von euch? Das ist zu real. Also, wer war das nur? Boah, keine Chance. Fully! Fully!
Und er snackt sich noch den Punkt. Und er hat sich den Punkt noch gegönnt. Er snackt sich noch die zweite Farbe. Natürlich habe ich mir den gegönnt. Von Swiggy. Gott! Wie beginnst du normalerweise ein Verkaufsgespräch? Allein. Allein. Das mit dem Meine Quietsche war halt auch einfach genau das, was ich geschrieben hatte. Uli war erfüllt mit Stolz. Warum? Da muss man sagen, dass manchmal weniger mehr ist, leider. Es ist halt eine gute Antwort. Ja. Allein. Und der gute Fully hat's mal wieder geschafft. Oh nein! Das war halt sehr simpel. Warum stand die Fully hier so gut ab? Deswegen stand es da. Weil ich, wegen der Diskussion habe ich das geschrieben, dass wir Moggy abfallen. Welche Ausstiegsmöglichkeiten erwartest du? Der Onkel kann Europa verdienen, ich nicht. Ich nicht Fully. Ja. Beides wack. Er hätte schreiben können, nicht ich, Fully. Ja, yeah, das stimmt. Komm schon, der Onkel verdient Europa. Das ist doch der Aufstieg, Freunde. Oh mein Gott. Wie 50-50 konnte das gerade sein? Ja, auch die Audience war stimmt. Das war sehr ausgeglichen. Wie gehst du mit anderen Kollegen um? Das wäre 50-50 gewesen, hätte eine Person weniger gegeben wahrscheinlich. Eine Pizza mit Pilzen bestellt. Okay. Richtig viel Fußballzocker. Richtig viel Fußball zocken! Was denn? Aber Leute, wie soll ich da etwas reden? Nee, manchmal ich denke, das kann man mit dem Fußball ist ziemlich stark, ehrlich gesagt. Das ist schon hart. Das mit dem Fußball ist doch viel besser, was soll denn das? Ja, das habe ich auch gewählt. Oh nein, Moggy. Ich habe das auch gewählt mit dem Fußball. Oh, Moggy, das läuft nicht gut. Das war kein guter Problem. Aufmerksam geworden. Rainbow, ich oder Fully erleben sowas sein Abenteuer. Mein gigantisches. Achso. Was? Wurde jemand nicht fertig? Ja, da wurde jemand nicht fertig. Da haben wir die fünf Buchstaben. Warte, nicht gereicht. Oh nein, da kommt der mal jetzt auch noch. Also ich mag's, wer ich ist oder Hä? Fully. Aber warte mal ganz kurz, Abenteuer Johnny, ich konnte ja nicht abgeben, weil ich mindestens fünf Wörter sagen musste. Warum konnte denn Fully alleine sagen? Nein, da doch du nicht. Du musst fünf Wörter sagen. Ja. Nein, bei der Auswahl, jetzt wo man auswählt, geht das. Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Ja. Da kannst du so krass, krass bunt, bunt, du so. Da kannst du dich richtig kurz fassen. Genitiv instant. Dennis Tat. Ja. Also das Gute daran ist halt, diese Lektion wurde wirklich gelernt. Der hat's richtig verstanden, was er da für eine Regel mitbekommen Sicher, hat. Sicher, dass er Genitiv verwendet hat? Ich bin mir Denken wir dran, dass Deutsch das unbeliebteste Fach unserer Zuschauer ist. Wir sind krass rot, du ist aber eigentlich auch schön. Oh, das ist alles so von einem. Ja, das klingt fast so, als hätte die Person das, als hätte Swiggy das geschrieben. Als ob Swiggy weiß, was Genitiv und Dativ ist. Willst du mich verarschen? Was hast du denn für eine Meinung von Swiggy? Ja, genau die. Finger rein und reinschrauben. Versteck als Papaschi gebaut. Arbeitssicherheit das nennt klingt, ihr das? Das klingt wie der Elden Ring oder Souls Versteck als Papaschi gebaut. Finde ich aber auch schön. Komm schon, gib mir die Punkte. Gib mir die Punkte. Ja, ich habe keine Chance. Was soll man gegen den Finger machen? Oh, das war meine Rolle. Wenn man Finger und rein in einen Finger Satz sagen rein kann. Und reinschrauben. Keine Chance dagegen. Aber ach, es ist wirklich von Spaß. Wie definierst du Erfolg? Oha. Gewaltig erfüllt mit dir. Erfolg ist Knete. Oh, das zweite ist leider viel zu echt. Ich fühle die Knete. Gewaltig ich fühle den Hirsch. Ist aber so witzig. Ich verstehe nicht, was du mit deinem Hirsch heute hast. Keine Ahnung, hier ist halt jemand, der Hirsch heißt. Das ist ja nur wegen vorhin ist das ja nur witzig. Das ist gar nicht so gut. Ich mochte den Hirsch. Das ist gar nicht mal so gut, sagt Fully. Warte, von wem ist der Erfolg jetzt? Jeden zu nutzen, der auf dem Stimmt. Zu sehen ist. Ja, wieso hat das keine Farbe? Achso, nee, das ist von der. Oh, man darf auch auf die Worte in der Frage klicken, oh, stimmt. Was? Ja, das habe ich wieder vergessen. Oh mein Gott. Das wurde uns sogar erklärt hier gerade noch. Ja, ich habe noch nicht zugehört. Ja, nicht letzter, das ist ganz gut so. Man darf auf alles klicken. Runde 1 und schaut mir zu, wie ich jetzt verkacke. Man darf alle möglichen Wörter nehmen, die man da sieht. Das ist so cool. Ich muss so auf Toilette, ne? Ich sterbe, Chat. Ja, wer hat eigentlich den Dativ erwähnt? Das war Swiggy. Das war Swiggy. Was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du alle Superkräfte der Welt hättest? Stefan, ich liebe dich. Mach's gut. Oh. Oh, okay. Hallo. Als ob das gerade passiert ist.
Boah, das einen Genickswirbler so verpassen, damit er nie wieder über Musicals redet. Oh Gott, ich bin fertig. Ich komm wieder. Was tust du, wenn du versuchst, cool zu erscheinen? Macht mich so sauer, wenn ihr das macht, Shit. Oh ja, da würde ich gerne ehrlich sein. Bei was? Was ist das Beste, was jemand in dein Freundesbuch geschrieben hat oder du dir wünschst, was geschrieben wurde? Noch 10 Sekunden. Muss ich 3 Sachen beantworten? Ich musste 2 machen. Ja, es sind 2. Fuck. Was brauchst du immer so lange? Das weißt du, Mann! Das Papier werden wir übrigens nicht wiederverwenden. Nur weiß, ich musste lachen vorhin. Runde 2. Damit habe ich Zeit verschwendet. Ich liebe diese Cliparts. Das liegt aber auch daran, Mori, ich tipp super langsam. Du tippst halt recht schnell. Tippst doch nicht so langsam. Doch, ich tippe extrem langsam. Ich verschreibe mich auch immer. Du musst da wieder zurück. Ich hab's noch nie versucht, aber es kommt bestimmt. Ich meine, ich auch ein bisschen, aber ja. Ich bin wieder da. Gut, ihr habt schon wieder erklärt, dass man die Wörter aus der Frage nehmen kann. Naja, wir dürfen auch die Wörter aus der Frage nehmen, denkt. Ich mach das jetzt auch. Was ist das? Das ist super. Brauch jetzt nur so was. Okay, ich habe eine starke Antwort rausgehauen. Ich brauch noch ein. Oh, shit. Wieso gibt's hier nicht so ein Wort oder so dafür? Oh oh. Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Okay. Die Hälfte der Zeit ist um. Hingabe unterstützt niemanden. Oh, dann kann ich die Heizung ein bisschen runterdrehen. Dann bin ich gleich wieder zurück. Es gibt auch das Gerücht, dass ein Mann aus Peru mal seinen Schuh gegessen hat. Und der Schnürsenkel gleich, den Schnürsenkel gleich mit dazu, ne? Das kenne ich. Morgi versteht's wieder nicht. Wer versteht was nicht? Sag Gerechtigkeit. Ich doch. Krankenhaus ist die beste Medizin. Das stimmt nicht. Das ist. Ihr solltet euch beeilen. Es kommt die drauf Zeit an. Läuft ab. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Ja, Fully, sing doch ein Lied darüber. Vielleicht kann Johnny analysieren, ob es ein Musical ist. Ich weiß nicht, worum es geht, aber es finde ich lustig. Mach am besten einen Song, wo irgendein Story-Element drin vorkommt, dann hast du ein Musical. Okay, jetzt wird's geschäftlich. Du entdeckst ein Portal in eine andere Dimension im In eine Lager. Andere Dimension. Was machst du jetzt? Fully in die jetzt. Hauptstatt springen und enttäuscht weinen. Abenteuer ohne Fully. Koks und Nutten. Oh, es sind... Was soll das denn? Man muss sich für eins der Abenteuer entscheiden, mit Fully oder ohne Fully. Fully ist auf jeden Fall der Hauptcharakter. So ein Tobi, danke dir für 2 Monate treu. Dankeschön. Bleib beim Abend. Eins ist aber mit, ich hab die Hauptstadt komplett geschafft. Ohne Fully. Oh. Easy. Oh, was ist, wer hat überhaupt Newton geschrieben? Newton, ne? Newton, ja hoch, warte mal kurz. Und in der Frage hieß der Newton, er ist der größte Newton. Sehr gute Arbeit bei den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier geleistet. Wie drückst du deinen Dank aus? Mein Gott, wie hirsch ist das? Katrin, sehr gute Arbeit. Pervers? Ich weiß nicht, ob man seinen Dank pervers ausdrücken sollte. Ich auch nicht, aber darum geht's ja hier nicht. Oh. Was? Wollt ihr mich verarschen? What the fuck? Das hat... Oh. Stumpf ist das ist doch alles nur aus dem Prompt übernommen! Stimmt.
Wie Katrin, sehr gute Arbeit. Ich fand dein... Ich denk, meins war... Och, komm schon. Julia behauptet, sie wäre die... Nicht schon wieder Julia. ...Person im Büro. Wie würdest du ihr das Gegenteil beweisen? Hm. Oh, oh. Ich würde Reinsch kaputt verschenken. Bastard. Ich bumse meine Freundin Fully. Die sind beide grauenhaft. Ich will keins von beiden wählen. Ich bin ehrlich, das zweite macht wenigstens, also, flexibel, weißt du? Hallo? Es macht ein bisschen Sinn. Ja, dann ist Fully wahrscheinlich flexibler als Julia. Was soll das denn hier, Fiedel? Oh, das ist Yuki. Aha. Fiedel, was ist dein Problem? Fully hebt gerne Gewichte an seinem Arm. Uli, nicht Fully. Ich hab Fully verstanden. Uli heißt Reinschar, lustig. So wichtig. Eisfeucht. Weißbrot und Salami, das macht Uli froh. Das macht Uli froh. Das ist so scheiße. Heiß, feucht, Weißbrot. Ich hab fürs Erste gestimmt. Ja, das haben wir gesehen, Hockey. Das haben wir gesehen. Ich hab fürs Erste gestimmt. Du bist auf einmal barfuß. Was machst du? Johnny schnell ein Genick zu verpassen. Aua. Die sehen Kinder ohne Grund barfuß abschießen. Aber das hilft aber, dass man die Sachen aus der Frage reinnehmen kann. Die Leute machen viel sinnvollere. Johnny, den Genickzwirbel würde ich wirklich verpassen. Das machen wir alle jetzt. Was soll das überhaupt sein? Das war zu 100% von mir, der Genickzwirbler übrigens. Bin ich nach dem Genickzwirbel gestorben? Nein, das war meiner. Nein, das war zu 100% meins. Ach so, ja, dann... Oh nein, schnell, okay, Verzeihung. Du hast einen Freund als Mitarbeiter empfohlen, aber es stellt sich heraus, dass die Person eine Katastrophe ist. Was machst du? Oh Gott. Ich stink wahrscheinlich. Okay. Irgendwas in Gastromatrika. Was? Was? Was ist das für Wörter? Ah, oh, ich weiß ja nicht. Nee, das zweite kann man gar nicht lesen. Was soll das denn? Komm schon, als ob jetzt. Als ob. Warum gewinne ich nie? Das war doch gut, gewonnen. Ich stink wahrscheinlich. Nein! Gewonnen. Ja, aber auf die User-Votes, da bekam ich die Werte von den Leuten, die mitspielen, Mitspieler-Votes, bekam ich nur zwei. Was sagst du, um den Furz schön zu reden? Was sag ich? Oh, viel schön. Weniger machen das versehentlich als von denen. Wow, wie stark. Oh, wow. Nö, ich finde das schön stark. Ich habe auch schön gewählt. Ja, oh, das schön. Ist auch schön. Das sind viele. Das riecht aber schön. Schön. Ein riesiger Schaumschutz. Im Büro und schnappt sich den kleinsten Mitarbeiter. Den Vogel. Was? Die hatten nicht Fully in ihren Wörtern drin. Die Armen. Wer hat eigentlich Bumsen mit B noch mit 2 B geschrieben? Das fand ich vorhin schon so schrecklich. Bumsen. Stimmt, wer schreibt das mit B? Und Bumsen und Nuten. Bumsen und Nuten. Ich geh erstmal ein paar Nuten bumsen. Yuki. Oh wow. Ein Mitarbeiter hat sein Haustier unter seinem Schreibtisch. Trotz unserer Keine-Tiere-Regelung. Was sagst du zu ihm? Wirklich dringend Haustier. Scheiße. Keine Tiere, Fully. Das ist doch beides wieder Fully. Es ist so. Scheiße. Meint ihr eigentlich, dass das Fully-Zuschauer sind, die gerade dieses Spiel spielen? Als einzige? Nein! Doch, das sind viel früher gezeigt. Das sind doch alles. Aber Audience. Ja, die Audience natürlich nicht. Umgebracht. Wie würdest du den Fall lösen? Oh oh. Im dicken Feld die Kölner geschlossen Frage. Elden Ring lösen. Das ist beides wack. Ich will ehrlich gesagt keins zu beiden. Ich mag keine der beiden Antworten. Nö. Nee, ich auch. Du würdest nicht Elden Ring lösen? Nö. Also hast du Elden Ring? Ja. Ich mein Fully. Willst du mich verarschen? Natürlich hasse ich das Spiel. Guck mal, da wurde Elden Ring genommen und dann. Hast du mich mal darüber reden gehört? Lösen aus der Frage mit dran gehängt. Und das kriegt Elden Ring lösen. Was für Synergy? Was heißt das überhaupt? Also, nicht ich das Wort, sondern was soll das? Ja, dass man wahrscheinlich Haus hoch gewonnen hat oder so? Oder vielleicht, dass die Person, die die Prompts gegeben hat, auch das gewählt hat für den Prompt? Den Job bekommt. Mal schauen, wer gerade vorne liegt. Ich nicht. Ich auch nicht.
Oh, ich, ah, was? Warte, ich stehe gut da. Hat nicht so ist das gut. Platz... Nein, weiß ich gar nicht. Ich stehe nicht so gut. Yo, Molly. So close. Die M&Ms. Die zweite Runde war nicht so stark wie die erste. Denkt nicht zu viel drüber nach. Schreibt einfach das, was euch als erstes in den Kopf kommt. Don't overthink it. Ein leckeres Butterbrot. Ich habe das Butterbrot. Einfach schreiben. Zähl mir was Gruseliges. Ich schreib einfach jetzt auf dem Handy die Prompt. Ihr solltet jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, okay? Das war ziemlich gruselig. Wie gruselig denn? Enorm gruselig. Von einer Skala von 1 bis gruselig, wie sehr? 2. Oh ja, okay, das ist hart. Zuverlässigkeit, es gibt kein Beruhigungsmittel im Team. Okay. Darf ich ehrlich sein? Es fühlt sich so an, als würde ich. Das wird jetzt eh geschreddert hier. Meine Antwort war nämlich absoluter Schwachsinn. Und es scheint so, als würde etwas fehlen. Na, mal sehen, was wir draus machen können. War wahrscheinlich meine Schuld. Ich war neidisch auf die anderen Jobs, die ihr habt. Also habe ich sie zur Sicherheit zerrissen. Ja, verständlich. Ja. Nicht jeder kann Advokat sein. Ich mag meinen Job. Wenn ihr ein bisschen Motivation gebrauchen könnt, denkt daran, wer auch immer sich den Job holt, kann mit mir den ganzen Tag abhängen und das jeden Tag. Boah. Das wünscht man sich. Dieser Song erinnert mich irgendwie immer an Vicky. Irgendwie gab es im Vicky-Soundtrack, also von der vom Anime, immer so einen ähnlichen Klang. Ja, das kann gut sein. Das, ja. Vielleicht. Kennt es, wenn ihr auf der Arbeit seid, aber euch schlecht ist? Sie kennt das. Ja. Ist sie schlecht? Beantworte die Frage. Die Hälfte eurer Zeit ist ja. Okay. Ich spiel ziemlich schlecht zumindest. Würdest du sagen, dass du reinscheißt? Nein. Natürlich nicht. Und wie läuft's bei euch so? Ihr braucht ein bisschen, um ein Wort auszuwählen. Ja, ein Wort? Fertig. Zwei. Ich will ein paar mehr Wörter nehmen. Hä? Oh, ich hab, aber ich finde keine. Maeve, ich hab nicht nur ein Wort. Ich hab bei beiden über drei Wörter. Bevor die Zeit abläuft. Ich arbeite im Seniorenhalt, weil die Gerüchte da teilweise aufkommen, kenne ich das durchaus. War eben schon. Also hat nicht abgegeben. Perfektion. Ah! Dich selbst. Was soll das überhaupt? Oh, ich bin so gespannt. Immer diese Perfektion. Ich schwärme von Bubats. Ich fürchte mich vor Fully. Hä? Simple Antwort. Ich schwärme von edgy oder sad Song Lyrics. Ich fürchte mich vor erster Eindruck Depression. Okay. Naja. Ey, man kann den... Leute. Was kann man? Das zeige ich gleich. Man kann den Job-Job-Koffer herumklicken, wenn man selber gerade nicht weiß. Yes! Das mache ich permanent immer. Oh, der alte Mögi! Ich wusste, dass er den Juni besiegt! Weil er nur ein Wort genommen hat, wusste ich, dass Mögi es ist. Dabei war das so eine Scheißantwort von Mögi. Aber ich schwör von Bubas, ich fühle mich verfunden. Warum fürchtest du dich vor mir? Hast du Angst? Ja. Ich schwärme von christlicher Hirsch. Das finde ich witzig. Oh, so. Ich fürchte mich vor eine Folge gewaltig und zwar schwinge. Was? Ich schwärme von Salami-Pizza. Ich fürchte mich vor Genickbrechen. Das ist fair, ja. Warum stand da nicht wenigstens? Da sehe ich mich. Ich schwärme von Speck. Schon, ja. Das ist bestimmt von Maeve. Er hat nicht ein Wort gewählt, sondern zwei. Also mich vor Genickbrechen zu fürchten, das finde ich halt vielleicht. Viel. Es ist wirklich Maeve, oder? Nein, ich hab auch Salami, dafür. Pizza, es ist viel. So. Ich auf jeden Fall nicht viele Punkte. Stark Fiedel. Dieser Fully macht mir Angst, mach hoch. Fiedelpunkte.
Ich schwärme von mit Style verrecken. Ich fürchte mich vor Johnny Musicals Genickzwirbler. Ja, ich auch. Ich schwärme von aufs Klo gehen. Ich fürchte mich vor Scheiße. Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, wenn ich jemals einen Sale gesehen habe. So, man warte, geht so gerne aufs Klo, aber man fürchtet sich so sehr vor der Scheiße. Das ist relatable. Oh. Das von Maeve. Oh. Nee. Das war Swiggy. Das war stark, Swiggy. Alles Fullies Wörter. Oh. Schwärme von Butterbrot. Ich fürchte mich vor meinem Onkel. Schaurig. Ich schwärme von Koks und Nuten. Ich fürchte mich vor der Tagesordnung. Der Tagesordnung. Ich fürchte mich vor meinem Onkel. Schaurig. Leider stark. Das könnte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du schon was hattest hier, dann würde ich sagen, das ist von dir. Weil dieses extra Adjektiv dazu. Das Einzige, wo du nicht sagst, was von mir ist, ist von mir. So, wie viele fremde Sachen ich reingenommen habe. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Butterbrot war von Moggy, natürlich. Ich schwärme von Käse. Ich fürchte mich vor Weiß. Oh nein, serviert den bloß kein Grilled Cheese Sandwich. Ich fürchte mich vor Fotze. Oh, okay. Okay, ich sehe schon. Ja. Bei mir ist es andersrum. Ist mir ein bisschen zu persönlich hier gerade. Ja, okay. Unangenehm. Nein, dann nehme ich das Weißbrot, da mache ich den Fond nicht. Ja, das war nämlich auch von mir. Oh. Ah. Ja, ja. Man sollte dir kein Käse. 22.000! Das ist eine gute Einnahme. Das erzähle ich da dir, wenn du älter bist. Da solltest du dich mal bei Spiegel bedanken, Fully. Ja, danke. Hey, wir sind durch. Das war die schwierigste Entscheidung, die ich je vermieden habe. Kuss, Diggi. Kuss, Diggi. Na, ich bin okay dabei. Die letzte Runde, Morgi, du hast mich so zerstört. Morgi hat mich noch überholt. Ich war in den Top 4. Geht an. Das heißt ja nichts, ich habe immer noch den Top-Champ und den Champ. Alter. Glückwunsch, Fully. Obwohl Fully die Leute alle bei Fully in Fullys Community sind. Gefeuert. Oh. Oh. Chris. Der arme Chris. Mann. Mann, was hast du Chris angetan? Angespuckt. Joni, als Fully die Hauptstadt in Elden Ring endlich anfing zu spielen, war ich erfüllt mit Wonne und Stolz, dass es nur so krachte. Oh. Wasser ist nass, Wasser ja? Ist nass, also ja. Heißt das, dass Wasser immer nass bleibt, auch wenn es gaschromatigraphisch in Einzelteile zerlegt wird. Ja. Oh, da war das Einzelteile zerlegt. Also das ist ja allein schon die Grundannahme, dass Wasser nass ist, ist ja schon falsch. Ich würde 1 Euro behalten für den und den Rest verschenken. Natürlich nicht. Koks und Nuten sind an der Tagesordnung. Oh. Und er hat sich meine Tagesordnung gefürchtet am Ende. Stinkt nicht, du Vollidiot. Ich meine, bist du eklig oder sowas? Bist du pervers oder macht dir das einfach Spaß? Oh, daher hatte ich das pervers. Ich wüsste gern, Fully, was das für eine Frage war. Ich weiß es nicht mehr. Schön, dass meine Frage nicht mehr. Die garantieren einen Mindestlohn. Ich fühlte mich sehr betrogen, als ich eine große Salami-Pizza bestellt habe und eine mit Pilzen bekommen hatte. Hattest du auch die Frage bekommen, wo du was bestellt hast? Aber jetzt würdest du es andersrum haben. Ja, die Situation ist wirklich passiert. Die würde andersrum dir. Warum ist dauernd meins? Dass ich wirklich dringend aufs Klo muss und deshalb jetzt gehen werde. Scheiße! Ach, du hast es selber geschrieben! Ja! Das war eine Fully-Anspielung von Fully. Das ist ein bisschen traurig. Das ist traurig, aber auch lustig. Ich würde Johnny einen Genickzwirbler verpassen, damit es tut mir leid, ich hab das. In meinem Chat haben die Leute auch angefangen. Genickzwirbler, Johnny. Fully hat angefangen. Fully okay. Ist klein. Außerdem, aber ich hab nicht aufgehört. Wir erleben ein Abenteuer ohne Boden oder Decke. Was wollen wir machen? Das ist ein komischer Satz. Zwiebel. Oh nein, bitte Deutsch? Starte keine Wasser ist nass Diskussion. Doch, Fully, komm. Nächste Ausgabe wollen wir machen? Des Unentspannten. Neue Spieler oder? Wasser ist nass. Ich würde sagen, alles, was mit Wasser. Wie lange wollt ihr insgesamt noch machen? Aber Wasser selbst? Wie lange wollt ihr insgesamt noch machen? Johnny, wie lange willst du noch machen? Du wolltest irgendwie wegen Krankheit und so nicht mehr heute? Mir geht's miserabel, aber wir können gerne noch weitermachen. Das klingt nicht so gut. Nein, alles gut, ich bin dabei. Ja, das Let's break the Internet. So wie, habe ich recht? Kim.
Was? Sie hat das Internet gebreakt. Vor 10 Jahren. Ich glaube, ich verstehe es nicht. Das hat er, glaube ich, gerade die Anspielung daran gemacht, weil Survive the Internet so alt ist. Huh! Befehl und aktualisiert! Oha! Internet putt machen. Mein Name ist Destiny Carsten. Ich erkläre euch heute, wie man Survive the Internet spielt. In jeder Runde bekommt ihr einen Prompt auf euer Gerät. Müsst ihr einfach nur beantworten. Da war ja was. Diese Antwort bekommt dann einer der anderen Spieler. Nutzen Leute noch Selfie-Sticks? So verrückt wie möglich zu verdrehen. Wenn mein Freund Paul also sagt, Selfie-Sticks sind mega dumm, würde ich diese Aussage aus dem Kontext reißen. Nehmen wir mal an, wir sind auf einer Nachrichtenseite. Mega dumm wäre ein ungünstiger Kommentar zu welcher Überschrift? Oh, ich weiß was. Wir haben Weltfrieden. Danach stimmen alle anderen ab. Welcher Kommentar haben absurdes Wir haben Weltfrieden. Mega dumm. Mega dumm. Denke ja, schlechter Kommentar. Also ihr müsst versuchen, die Sachen aus dem Kontext zu bringen. Am Ende des Spiels gewinnt. Und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Nein. Ich brauch das. Nein. Ich glaube, Maeve mochte, er mochte irgendwie, dass Kinder gerettet werden oder so nicht. Soziale Netzwerke. Es war auf dem Thumbnail auf jeden Fall. Yeah. Maeve kommt aus Berlin, da ist man nicht gut auf Kinder zu sprechen. Okay, also, ihr bekommt ein Prompt auf euer Gerät. Macht bei der Antwort nicht zu viele Gedanken. Was? Ja. Das wird noch gar nicht gepostet, der Kontext, oder? Ich könnte auch irgendwas schreiben. Nee. Also der Kontext, der erste sollte gar nicht irgendwo verwendet werden. Nur beim zweiten Prompt verwursten wir den an. Also, ne? Das, was jemand anders schon eingegeben hat. Ja, genau. Was wer eben geschrieben hat, war kenne ich nicht, mag ich nicht, Basta. Wer hat das geschrieben? Maeve hat das bei irgendwas. Ja. War, ich glaube, es war, dass Feuerwehr irgendjemand gerettet hat oder so und Maeve meint, dann kenne ich nicht, mag ich nicht, Basta. Oh, das ist stark. Ja, das könnte eine gute Runde werden. Kann das Publikum was machen? Ja, ihr könnt die Prompts wählen, die ihr am besten findet. Halt sowas, ne? Das war mit einem Hund. Irgendwas mit Babyhund? Du meinst einen Welpen? Wir haben keinen Symbol mehr zum Rumklicken. Spendeaktion für meinen Hund. Kenn ich nicht, mag ich nicht. Was bei G doch dabei? Ja, irgendwas sagt er. Oh Gott. Das wurde gerade an eure Geräte gesendet. Verdreht die Worte auf die Lüge. Ja, oh mein Gott, Tim, ja, ich weiß es wieder. Oh, Das war eine private Runde, ne? Wie macht man das? Was meinst du? Abstimmen könnt ihr gleich erst, wenn die Prompts fertig sind. Wir haben hier noch eine zweite Runde. Okay. Ich hören, wie sie da an ihren Handy schreiben. Wir schreiben auf dem Handy. Johnny? Ja, Johnny ist so, ne? Nein, Johnny Söhner, der hat WhatsApp am PC. Nee, Johnny, aber hört man, manchmal Johnny bei hört Jackbox, man nicht mehr tippen. Manchmal ist bei, das stimmt, bei Jackbox ist es manchmal angebracht, das Handy zu nutzen auch im Stream. Wie ändert man seinen Namen in Deutschland? Deutschland! Ändern wir unseren Namen? Gute Idee. Scheiße, ich war nicht lustig. Ist das Problem bei diesen Games und kryptisch und so? Scheiße, ich war nicht lustig. Lustig sein. Scheiße. Ich glaube, ich hatte was Gutes. Aber ich denke auch mal oft, dass ich nicht lustig war und dann kam es trotzdem irgendwie gut an. Ja, vielleicht. Organspendentreff Berlin, macht mit! Immer voll viel zu schnabulieren, lecker Okay. Schnabulieren! Zurück, wir läuft Inflation für euch. Ich möchte nicht über meine Altersvorsorge reden. Und schon geht's wieder um die Rente. Was soll ich machen? Ergebnisse des Spendenlaufs für einfach dumme Kinder. Wie sollen die anderen denn jemals jemanden einholen, Johnny? Wie soll die denn jemals jemanden einholen? Wie findet ihr meinen Vollbart? Scheiße! Hast du das wirklich wieder geschrieben? Ja. Oh, dieser Fully. Immer nur das Gleiche. Tellernder Mann stolziert den Kartoffelsalat. Hey, du Mach die Fliege, du Wurst. Nach dem Abflug, du Wurst. Wir haben drei Tage gebraucht. Ich dachte, Mensch, ärger dich nicht. Geärgert. Lustig, ne? Ja, lustig, ne? Lustig, ne? Ja, lustig. Fühle ich nicht.
Krankhaftes Übergewicht bei Kindern erreicht besorgniserregende Höhen. Ich sipp die Coke wie ein Swimteam, du Penner. Das ist eine Moneyboy-Line, glaube ich. Gleichgeschlechtliche Ehe endlich allgemein anerkannt. Och, Menno, das ist viel. Hallo? Das ist gemein. Oh, wir hatten einige starke dabei. Ja, da waren starke. Aber ich habe meinen Gewinner schon gefunden. Es war halt direkt das Erste, war das Beste. Würde ich sagen. Glaubst du, Moggy ist so einer, das Erste, was ihm zu lachen bringt, da ist er halt fest. Da nee, das war wirklich gut. Überholen. Ich wollte jetzt auf ein Gespräch eingehen, aber okay. Welches Gespräch? Welches Gespräch? Eine Diskussion. Was soll denn das? Ja. Kollege Schnürschuh, was willst du mir gerade erzählen? Das hat Eloban irgendwann mal geschrieben und seitdem spukt es in meinem Kopf herum. Kollege Schnürschuh. Was gibt's noch für solche Bezeichnungen? Ich liebe ihn. Yo. Ich denke, so das Publikum dafür. Es war auch gut, ja. So alter Schwertfisch. Oh, Publikum, 22% haben für das gute Coke-Sipping gestimmt. Mich an den Pranger gestellt. Alter. Was strong. Du aber stark. Opfer bekommst ein paar Punkte als Entschädigung. Er hat mich gerade Opfer genannt. Beides von Erizo war super strong. Ich meine, hat er unrecht. Ich war voll viel zu schnabulieren, lecker Schwert. Schnabulieren ist so ein schönes Wort. Jo, du hole Frittet, oh, das ist auch stark. Da tippe ich doch mal rein. Na, ich wollte gerade sagen, ich habe okay abgestimmt, da ich überhaupt nicht die Publikums-Votes gebe, überhaupt keine Punkte. Nee. Okay, am besten machen wir aber weiter. Aber die erste Runde ist, glaube ich, das steigt exponentiell, die relevanten Runden sind. Hier muss man Hashtags machen. Läuse verschenken? Muss man die schreiben oder? Freund der Sonne stark. Freund Blase. Freund Nase. Bitte antworte drauf. Oh, ich habe die Frage, wie stehst du zu Anime? Ja, wie stehst du dazu? Ich glaube, sollen wir schon sagen? Nein, aber also das kommt ja nicht vor. Ich kann jetzt trotzdem was ganz anderes schreiben. Ich schreibe jetzt auch vom Kontext her was ganz anderes, damit es nicht geschummelt ist. Ich fand so ziemlich auch alles gut vorhin. Ich habe jetzt einfach getan, als wäre das nicht meine Frage. Okay. Ich tue einfach mal so. Ich habe aus irgendwelchen Gründen eine Überschrift geschrieben. Oh. Ich hoffe, das inspiriert euch. Also die Antwort aus dem Zusammenhang, um den anderen ungünstig... Meinte Kopfschmerzen sind ein gutes Zeichen. Müssen wir bei dem Hashtag jetzt einen Hashtag schreiben, oder? Ich glaube, ich weiß okay. es gar nicht. Okay, wir machen die Raute. Ich glaube nicht. Da steht ja, gib einen Hashtag ein. Also vielleicht muss man es auch dazu kommen. Ich setze die Raute. Hashtag ergeben. Muss man nicht? Ziemlich sicher. Da steht, gib einen Hashtag ein. Ja, der Hashtag ist ja nicht der Hashtag. Ich glaube, das ist aber egal. Wenn du es machst, ist es nicht doppelt. Ich glaube, das Spiel checkt das. Ich verstehe meinen Prompt nicht. Die zweite, oder zumindest die Hashtag-Runde finde ich auch immer ein bisschen schwach. Ich glaube, die ist nicht immer bei Survive the Internet dabei, aber ja. Bulli wird wie immer versagen, hey, ich habe hier ein paar Runden schon gewonnen. Oh, mir fällt gar nichts ein gerade. Mein Prompt ist... Ah, mir fiel auch nichts Gutes ein zu meinem Punkt. Ja, irgendwie die Hashtag-Runde finde ich nie so stark. Das ist immer so schwer, irgendwas richtig Gutes zu finden. Das sind keine richtigen Filme! Hashtag Musicals. Ja. Mir ist nichts eingefallen. Das ist ja strong. Mir ist nichts eingefallen. Aber auch wirklich rein gar nichts. Nichts. Ich glaube, die hatte was mit meinem Vater. Cringe. Hashtag Muttertag. Ja, jo. Okay. Wahrscheinlich. Cringe. Vier Freunde verstopfen Toilette. Hashtag. Bubentour. Wann kommt die Bubentour? Ja, das ist sehr passend. Jemand sollte hier dringend mal aufräumen. Hashtag Bestattung Reinsch. Was? Hä? Nee. Immer dieses Reinsch wird schon lustig sein, wa? Hashtag Salmonellen, Hashtag endlich schnell und Fully hat's falsch verstanden. Wow, Fully. Gute Arbeit. Lundberg! Mir ist nichts eingefallen. 20 Euro, what the fuck? Vielen Dank. Was soll man da sagen?
Ich bin vor der Truppe in Verlegenheit zu bringen. Ich kann mich auch muten. Menschmeier. Menschmeier. Auweia. Auweia. Das ist halt auch ein fieser, nutzloser Prompt. Sehr fettig und übelriechend. Das ist lustig, weil es wahr ist. Aber auch immer dabei, ne? Kann ich auch was anderes sehen? Hashtag, ich bin blind. Oh. Okay. Lass mich zum Yu-Gi-Oh! Turnier scrollen. Sagen würde. Ja, ja. Wieso musst du scrollen? Keine Ahnung, weil es die fünfte Antwort war oder so. Ich habe ein kleines Fenster. Ja. Ich habe nur zwei Bildschirme. Ich brauche keinen dritten. Meistens. Und der zwei, die hoch kann, stehen. Um den Chat einmal. Boah, ihr wart aber auch alle scheiße. Ich hatte richtig. Jetzt hatte ich echt. Let's go. Ja, so kannst du auch mein Prompt war nicht so viel Konkurrenz, let's go. Und das hier denken die Leute. Als ob die Bubentour so abgeräumt hat trotzdem. Leute wollen die Bubentour, was soll man sagen? Mhm. Ja, die wollen sie. Ich wusste echt nicht, was ich zum Menschmeier schreiben soll. Die Bubentour war besser von mir. Ist das eine Fahrradtour, sollten wir sie planen? Ja. Ich hab kein Fahrrad. Mann, hab ich Glück, dass ich nicht du bin. Und sonstige Ausreden. Warte mal, noch du so hast es mit dem Yu-Gi-Oh! Turnier Hashtag geschrieben? Woher weißt du das überhaupt? Was? Das, okay. Das ist so ein großes das Ding ist. Das ist, was? Das ist ein Ding? Ja, du, ja, das ist ja. Fettig und Johnny, wo hast du von dem Meme gehört, diesen. Johnny? Ja, wo hab ich das denn her? Kann weitergehen. Wie wär's mit... Hä? Harry, da, dass du es weißt. Was gibt's denn da zu wissen? Wo weit ihr weiß, das Badezimmer? Oh, warum im Badezimmer? Das ist traurig. Was zum Fick ist Ausrufezeichen Subs? Setzt euch bitte dran. Haben Leute einen Befehl, wo dann steht, wie viele Subs ein Streamer hat? Ja. Keine Ahnung. Nicht so unüblich. Okay. Sollten wir das haben? Ich meine, ich hatte früher mal einen, als ich Subgoals oder sowas gemacht habe. Oh, das ist eine gute Prompt. Ich glaube, der Sub-Befehl existiert noch, den können wir noch Mods machen. Blamier mich jetzt nicht, Froscher. Ich glaube, ich brauche den nicht. Dann kann ich immer sagen, ich habe sehr wenig, obwohl es nicht stimmt. Genau, weil man unter der Dusche die Tränen nicht sieht. Yu-Gi-Oh! Turniere werden nur von Smash-Turnieren übertroffen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Okay, war das nicht? Ich glaube, es sind 780. Ich habe einen guten rausgegeben. Ja, ich denke auch, mit Mem kann man was anfangen. Definitiv. Fucking Ausrufezeichen Nuzlocke Challenge. Hört auf! Wer steht doch? Okay. Läuft ja, ich muss die ja theoretisch noch weiterspielen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Oh, das ist ein schweres Ding. Okay. Ja, doch. Nicht so witzig wie das Yu-Gi-Oh! Turnier, aber vielleicht funktioniert's. Ja, Yu-Gi-Oh! Turniere waren. Achso, ein Kaltritt Atria, 200 Bits. Vielen lieben Dank und jede Menge Resubs auch dafür. Danke. Danke. Ich hab sie gesehen. Ich sehe euch auch immer. Schnell abgeben. Nur noch kurz. Yes. Okay, Homies. Yo, er meint dich, Moggy. Wie findet ihr die wunderbaren Streams von Mögi, dem Superstar? Ich finde das voll schön mit der ganzen Familie. Danke, Maeve, aber wo ist der Witz? Verstehe den Clip nicht, Chat. Eure Gedanken zum Mutter Teresa Gedenktag, sie ist heiß wie Frittenfett. Das würde Mögi wirklich sagen. Ja, das ist einfach Mutter Teresa stiftet humanitäre Hilfe in der dritten Welt. Eingebildete Hippie-Tante. Okay. No fucking way, Mann! Warte, warum hatten wir die zwei Mal jetzt? Was? Und es kommt wieder Fritten? Könnten besser sein, aber gut. Hä, bisher kam super viel Doppelt. Vielleicht haben die alle diese Frage bekommen irgendwie.
Der kommt erst zum Ziel. Johnny? Ja, das steht da, Johnny. Soll ich mich was Neues im Leben trauen? Aha, das geht ins Auge! Ja. Das ist kein guter Tipp. Warum sollte ich nicht nach Kaelid? Starker können. Ja, oh ja, das ist sehr nischig. Nicht wirklich. Ein bisschen. Supportet ihr Ärzte ohne Grenzen? Absolute Unmenschen und gar keinen Geschmack. Ja, was mit Mutter Teresa? Ja, nee, die ist heiß wie Frittenfett. Aber Fritten sind ein bisschen oder eine eingebildete Hippie Teil. Die Frittenfett war aber auch wirklich eine perfekte Antwort. Johnny mag sie aber nicht irgendwie. Nee. Hab ich was gegen. Johnny findet, sie ist eine eingebildete Hippie-Tante. Ich kann nicht fassen, dass das passiert ist. Wenn sie war irgendwie eine fürchterliche Person oder so, aber... Ja. Ja, vielleicht haben zwei Leute die irgendeine Frage mit Mutter Teresa bekommen oder so. Nein. Eine davon ist von mir, ich kann sagen, sie hatte nichts damit zu tun. Fuck, ich konnte nicht voten, weil... Okay, vielleicht wisst ihr jetzt, welche von mir ist. Nachdem die andere die Antwort von mir hat. Wow. Jetzt habe ich gewonnen. Schauen wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Let's go! Yes. Wie kann das sein, dass beide meiner Sachen mit Mutter Teresa verbunden sind? Ebenfalls meine. Warte, echt? Ja, das andere, das war von mir. Das war, was? Wir hatten eine komische Mutter Teresa Runde, Johnny. Schauen wir doch mal auf die Rangliste, oder? Was hat's damit auf sich? Da würden wir jetzt die Synergy sehen. Den Ort, ihr seid Team Mutter Teresa auf jeden Fall. Das war wirklich komisch. Mutter Teresa-Joke gemacht haben. In diese Runde noch einmal alles, weil die auch Fotosharing ist immer cool. Sind. Ist dafür irgendeine Erklärung? Haben wir die irgendwo gesehen in letzter Zeit? Nicht, ich denke nicht. Die sieht man also nicht das Yu-Gi-Oh!-Turnier, weil Fully gefragt hat, das ist doch eine Sache gewesen, dass da Leute, weil sie ungewaschen waren oder so, dass da Probleme gab, oder? Es gibt offizielle Pflegeprodukte mit Yu-Gi-Oh!-Branding, deswegen, ja. Und so schämen sich Johnny und Murgi die Punkte zu. Aber ich weiß nicht mehr, woher ich das weiß. Johnny, du musst doch ein Bild also mitbekommen. So. Okay. Nehmt die Samthandschuhe ab und gebt noch einmal alles. Ah, so. Scheiße, jetzt muss ich was Gutes machen, aber mir fällt gar nichts ein. Ich brauch noch einen letzten Banger, komm schon. Das ist aber auch ein nicht so gutes Bild irgendwie. Nee, ich hatte auch nicht das beste Bild. Gibt es auch Haarpflegeprodukte von Yu-Gi-Oh? Ja. Erinnerung? Nein, das Pantoffelpüree. Darüber wollte ich noch mehr erfahren. Pantoffelpüree? Ja. Pantoffelpüree gefällt mir. Und mal zu Ende. Sehen, wie ihr kleinen Autoren euch geschlagen habt. Der klingt ein bisschen wie der TV-Totalsprecher manchmal. Endlich kann ich mal mitfahren. Ja, endlich. Verstehe ich nicht. Dabei kann die Bilderrunde so witzig sein. Ja. Komm schon, wieder ein Auto. Ein toller Tag für eine Hochzeit. Was? Okay. Ist halt ein toller Tag. Aha. Es gibt diese Leute. Was macht ihr denn in meinem Haus? Klassischer Fully. Der wird jetzt richtig reingefetzt. Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich Fully. Hund hat mein Würstli. Mein Würstli. Das ist doch Fully beim GTA spielen. Das ist doch die Bubentour. Was ich da sehe.
WM-Urlaub war einfach fantastisch. Das wäre echt unangemessen. Mit der Finger oben. Ach so, wegen Katar. Ja, wegen Katar. Wurde eingesperrt. Ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Danke für den Kontext. Verstehe ich nicht. Warum war es dazu im Gefängnis? Was? Das Bild hat nichts damit zu tun. Also ich weiß, für wen ich stimmen werde. Ich weiß, was ich nehme. Das war so simpel, aber das war witzig. Der Hund mit Würsti ist auch stark. Ja, der ist auch gut. Das wer sind diese Leute auch. Sowas würde Fudi sagen. Ja, ich sag regelmäßig Penner. Oh, jetzt Kartoffelpüree Hawaii. Das würde ich fühlen. Das ist ein Instagram-Post. Mach den mal demnächst. Okay. Und hier kommen die Ergebnisse. Schön mit grünem Spargel. Ja, genau die, so hätte ich es auch geworfen. Ja, 8% User Votes. Yo! Der Maeve. Ich wollte zuerst wieder reinstambulieren schreiben, aber ich habe mich da mit Cheese. Ich habe fast mehr Punkte als Opfer bekommen als durch meinen eigenen Post. Der beste ja, Burn. Hat das gereicht? Da steigt jemand stark auf, würde ich sagen. Um mich zu stürzen. Maeve wird aufsteigen. Yo, Platz 1! Nice. Wirklich, wie viel Gewicht hat diese letzte Runde? Doppelte Alter. Punkte. Vier. Digga. Ich bin stolz auf mich. Toll gemacht. Let's go, Maeve. Toll gemacht. Irgendwann mal deinen Enkelkindern erzählen. Jo. Ja, Mann. Mach das. GG, Maeve. Das war ein guter Runden-Jackbox, oder? War witzig. Das war echt witzig. Ja. Johnny war der beste Burner. Aber man sieht nicht mit was, oder? Der beste Burner, aber... Johnny ist auch ein krasser Burner. Johnny, Burnage. Der RZA hat ganz schön lang gebraucht zum Schreiben. Was ist da los? Der hat sich Mühe gegeben. Okay, der hat das ganze Ding übersetzt. Ja, er hat es übersetzt. Hier glaube ich nicht, oder? Ey, wie überhaupt? Ach so, weil du immer in Dreck gezogen wurdest. Verbrannt wurde. Stark. Und so haben wir alle gewonnen. Ich finde, wir brauchen noch ein Finale. Ja. Okay. Boah, diesmal war ich schnell. Ich war auch schnell. Leute, rein da! Reinbuttern! Komm schon! Ja, Chris drin! Waldi hat's geschafft. Nice. Ich habe ihn nicht enttäuscht. Und MogiViewer ist auch dabei. Ich bin gespannt, welcher schneller war. MogiViewer XY, bitteschön. Was immer er tut, ist deiner. Chris, wer war schneller? Ich hasse alles. So ist das yeah. Leben. GG. Die Musik ist voll leise, ne? Ja, übel. Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist schon wieder diese grüne Lampe, aber die ist ein bisschen anders. Die ist ja übelst leise. Ich hab mal ein bisschen lauter gedreht, aber es bleibt noch so leise. Die ist ja später noch lauter. Die ist ja gigaleise. Okay, wann wollen wir starten? Ja, Zeit zu sterben, ne? Ich meine, man kann ja immer noch reinjoinen, jederzeit, denke ich mal. Nehmen wir Fromcode vorlesen, das kann nur Maeve machen. WZWR. Ich hab nur eine Bildschirmübertragung. Was ist mit vorlesen? WZWR. Zu spät. Achso. Wer wurde jetzt schon wieder umgebracht? Oh, das war aber auch ein cooles Jackbox-Game. Mergi und Maeve Rooney. Ich bin Fisch! Diese Tatwaffen das und so. Cool. Yeah, yeah. Malen muss. Nein, Tatwaffen, das war nicht so cool. Das war cool. Das Prinzip war cool, aber irgendwie cool, war es dann nicht so. Weil das war ein Buchstaben cool. Drin versteckt musste, war ein bisschen dumm. Du bist dumm. Okay. Oh, ich mach den Song. Ansage. Hier ist dein Statement. Bist echt gut im Morgen. Du bist echt gut im Morgen. Ach, Mann. Im Morgen. Ich lass es einfach. Richtig gut im Morgen. Ich bin durch für heute. Zeit zu sterben. Ist das eigentlich yay? Willkommen bei Trivia eine weibliche Stimme, die einfach runtergepitcht wurde? So nö. Also kommt mir so vor. Ich hab mal ein bisschen lauter gemacht. Findest du? Mhm. Ich weiß nicht. Wie die Sprecherin von Miss Bubbles. So viel zu tun. Okay. Yes, Miss Bubbles. Die der Wasserspender aus dem... Ah ja, von Job. Ich sehe schon. Johnny kennt sich schon beim Vornamen. Damit meine ich Miss Bubbles den Nachnamen. Wann wurde das perfekte Dinner zum ersten Mal ausgestrahlt? Ich bin auf einer Miss-Nachnamen-Ebene. Mit ihr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, glaube ich, wann es wahrscheinlich existiert. Ich kenne also, das perfekte Promi-Dinner. Ich bin mir ziemlich sicher. Nee, bin ich nicht. Ich weiß nur, ab wann ich es auf jeden Fall geguckt habe. Ich hab's vor einer gewissen Zeit auf jeden Fall geschaut, aber es könnte trotzdem... Oh, yes. Ist richtig! Ja, es wäre mein zweiter Guest gewesen und ich bin raus. Und es war mein erster Guest. Du bist doch nicht raus. Und ich bin tot.
Jetzt folgen Konsequenzen. Herz und Morgi ist weg. Ach, Morgi fällt sich schon wieder in die erste Runde Stern. Das geht nicht. Ich hab's doch richtig. Tut mir leid, der Föhn. Ich hab immer mit. Ist okay, ich brauch keinen Föhn. Perfektes Jemand sagt, das ist der Sprecher von Game 2, beziehungsweise Game 1. So kann ich etwas fühlen. Oh, was? Wirklich? Kann sein. Werfen Sie neue Tattoos auf meinem Rücken, indem Sie sie auf Ihren Geräten malen. Ja, mal mal. Oh nein. Warte, was kriegt man? Das schlechteste Tattoo wird am Ende gekillt. Ich dachte, es geht darum, dass man. Oh nein! Oh. Viel zu gut aus. Rizzle, danke dir für den Raid, danke schön. Oh, ich weiß, welches von Mocky ist. Es ist auch. Es ist sogar falsch. Ich finde eins ganz schön sus. Was sagt ihr? Obwohl, ich weiß es vielleicht doch nicht. Ich bin eine ganz neue Person. Stimmen Sie jetzt für Ihren. Welches ist von mir, Johnny? Oh, Lieblingsdesign. Das Ghetto, ey. Er hat's verkackt. Yep. Did someone say Amogus? Keine Ahnung. Die sind alle scheiße. Morgi, 100 Leute stimmen ab. Über 100 Leute. Ist okay, ich werde sterben. Meinst du das Schlechte? Werk. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also habe ich einfach drauf losgekritzelt. Also hast du das mit Mogis kleinen Rechts, oder? Was haben Sie mit mir angestellt? Ich hab den Organ da unten gemacht. Den lächelnden Darm gemacht. Ja, das Organ, gell? Ja. Ja, ist nicht gestorben. Cree direkt raus, hat sich so gefreut, dass er drin ist. Na, er kann ja nur mitmachen. Ich weiß. So ist er nicht. Aber er ist tot. Überraschung, Sie sind jetzt ein Geist. Spielen Sie weiter. Spooky. Sie könnten noch jemandem die Lebenskraft stehlen und gewinnen. Und da steht ich. Bin sehr erstaunt, dass ich das überstanden habe. Wie kann das sein? Der hat sogar meine Frisur. Heißer Tipp. Sie können Junge, sich was? Jederzeit ins Publikum setzen. Das ist einfach ein Yoni-Voodoo. Was bin ich? Sackboy. Auf ein neues. Mein vermeintlicher Cousin Alois hat bei seinem letzten Besuch einiges an altem Zeug in einer Reisetruhe hier gelassen. Wer ist Alois? Was von diesem alten Schrott können meine Gäste benutzen, um Kaffee zu machen? Was? Ich hab. Also. Hä, ist es nicht relativ. Weißt du das? Nein, aber ich habe eine Vermutung, die halt Sinn machen würde, aber das ist... Ich habe auch nur eine Vermutung, aber... Nein, also das ist... Sonst? Also es kommt drauf an, welchen Schritt... Okay, nein! Okay. Man weiß ja auch nicht, was das ist, oder? Ich habe drei genommen. Nein. Granulator. Habe ich auch genommen. Weil ich dachte, vielleicht geht's ums Malen. Und ich habe das Thermodingens genommen, ich dachte, kann man vielleicht was warm machen. Ich habe auch das Thermodingens. Ich habe das falsch verstanden, was Johnny gesagt hat. Oh nein. Ich hoffe, Maeve stirbt. Weil die Endung das hat Maeve gesagt. Aber hier können sogar mehr sterben, oder? Als nur einer, oder? Suchen Sie sich eine. Ja, wir können alle hier sterben. Ach so, ein Perkulator ist sogar extra für Kaffee. Okay. Es wurde nicht zweckentfremdet, sondern es war ein Kaffeegerät. Als ob. Was ist das für ein dummer Hüpfer gewesen? Yeah. Warum? Nie, wieso? Nein! Wollte mich verarschen! So knapp. Ey, das ist doch gezinkt gewesen! Die Todeszone. Ich wurde da voll reingezogen! Das kann doch nicht sein, ich war rot! Schiebung! Hat ihr gesehen, was das für ein Fake war? Ja, ja ich hatte es. Ich führe dich, Morgi. Das war Fake. Nee, ist gut. Aber ich habe immer noch mehr als du. Der Chat tut langsam auf, beziehungsweise das Publikum. Die haben mehr als ich. Was? Der Weg zum Ruhm ist keine gerade Linie, so. Wissen Sie? Das habe ich mal auf einem Zierkissen gelesen. Ich wünschte, ich hätte ein Zierkissen. Kauf dir eins. Tu mir doch eins. Machen wir weiter. Okay. Welches dieser Gerichte enthält typischerweise kein Fleisch? Bevor ich zu meinen Eltern ziehe, ziehe ich zu Folie. Ziemlich einfach, wenn ihr mich fragt. Es ist das mit Pinkel. Was ist Pinkel? Ich hab keine Ahnung. Ist das Pisse? Nein. Oh, ich hab so Angst, das falsch zu machen, weil es so einfach wird. Haben Sie oder? Das gewählt? Das ja, ist klar hab ich das gewählt. Ja. Easy.
Neri, das Neri will man jetzt aber nicht blöd sein. Also wenn man zweimal sterben könnte, wärst du doch mal gestorben. Bei Kohlrouladen bin ich aber auch der Meinung, die kann man easy ohne Fleisch machen. Also ich aber nicht ja traditionell, darum geht's. Ja, was ist Pinke? Aber es sind nicht die normalen Rouladen, sondern Kohlrouladen. Verstehen Sie? Ich stimme dir zu, aber ne? Pinke sind Würste. Pinke ist Grützwurst, super Pinke lecker. Pinke ist die Spitze vom, von was der Schuhe. Was sind Schuhe das hier für Essensfragen? Religiöse Speise ist traditionell das glutenfrei. Das Ende des Senkels, das nennt man Pinke. Also oh mein Gott, bin ich dumm! Oh, for fuck's sake! Das ist so leicht. Das ist ja gesagt. Super einfach, oder? Ja, und ich hab voll verkackt. Das ist beides, beide Fragen waren so relativ offensichtlich. Ich hab keine Ahnung. Haben Sie Leute. Das gewählt? Hä, es ist doch voll... Wir sollen in Eiern Gluten sein, Maeve. Haben wir es doch genommen. Ja, aber du meinst, du hast keine Ahnung. Ich muss Ihnen wohl eine Lektion erteilen. Also sowohl in der Schokolade als auch in halt Hühnereiern ist, denke ich, keins drin. Die werden mit Gluten gefüttert. Du bist ihr habt das alle falsch, oder was? Ja. Tippe, wer sterben wird und gewinne. Johnny. Ich? Ich sag, du wirst sterben. Das wäre so unfair, ich hab bisher alles richtig gemacht. Ich hab's auch richtig gemacht. Ich hab mich verstanden. Ich hab irgendwie viel zu spät gelesen, dass da Ostereier dabei sind. Dachte mir, boah, ich hab keine Ahnung. Ja, das ist ja jetzt einfach nur Schwachsinn. Mal sehen, wo sie alle gelandet sind. Aber wir behalten ja die Punkte, oder? Oh, oh. Oha. Oha. Nein! Oh! Yo! Ey, ich hab auf Maeve tot. $100 für mich mit euch! Aua! Ich hab auf Maeve tot gefuckt. Ich komm zurück, ich hol mir die. Coole $100. Maeve ist der Einzige, der noch lebt? Ja. Das ist ja auch der Sinn davon. Ich glaub, das sollte jetzt auch so passieren, glaube ich. Ja. Wir sind da. Die letzte Runde naht. Nächste Frage. Ich komm wieder zurück in die Welt der Lebenden. Du bist nicht so alt wie deine Mutter. Ich hatte mal... Shit, warte. Was ist das? Ich bin gerade nicht falsch. Ich hatte, also hat man ja schon mal gehört, ne? Aber irgendwie sind mehrere davon sowas, wo man denkt, ah, das könnte sein. Also ich denke, es sind 6000. Also ich glaube... ich glaube, ich hab's... Hab ich's richtig? Ich hoffe, ich hab's richtig. Vielleicht ist das, was ich abgegeben habe, Gott, 14 ist zu viel, oder? Ja, yes. Yes. Ja, let's go! Let's go! Shit. Einer von ihnen ist noch am Leben. Oh, nee! Nicht mehr lange. Ah, ja! Jetzt muss ich auch mal alleine in so einen Scheiß... Oh. Wer wird sterben? Tippe, wer sterben wird und gewinne. Maeve! Ich frag mich, wer sterben wird. Oh, ja, Maeve wird sowas von tot leben, tot leben, tot leben! Das sieht doch fair aus, oder? Tod durch Strom, let's go! Tod durch die Kugel! Kugel. Tod durch Strom! Ohne sie wird Rüdiger nicht mehr leben können. Komm, Rüdiger! Durch Regen! Da bin ich zum Warmhalten. Aber ich habe immer noch $100 bekommen. Alle raus! Oh. Ja, das heißt, die Runde ist zu Ende. Ja. Also letzte Runde. Es leben nicht 4,5 Milliarden Jahre alt. Deine Mutter ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Was leben? Ah, oh, schon nicht das Erste. Dann gibt's doch gar kein Leben. Was? Was? Oh, let's go, ich wurde belebt. Ich hab's doch gesagt. Die reichen wieder. Auf Ansage. Sag, ich hol mir die Lindes. Den holen wir noch ein. Das zurück. Problem ist, jetzt holt ihr mich halt... Ja, rein steht rein. Angeblich, Maeve, hast du das mit der Erde das zweite Mal falsch beantwortet. Das sieht einfach aus wie ich, das ist reiner Zufall. Ich hätte... Ich konnte das nicht wählen, Chat. Oder reiner Zufall ist auch ein guter Name. Ich konnte nicht wählen. Kreuzblütlergemüse. Gern hart rein. Grüne Bohne. Schauen wir uns die richtigen Antworten an. Für jede richtige Antwort drücken Sie ein Feld vor. Ich dachte, es war nur zum Test. Das ist ja unfair. Nee, das war ein bisschen unfair. Also, ihr seid nicht mal da. Haben Sie gedacht, dass Sie alleine? Ich wollte gerade sagen, hier wurde nicht mal eingeblendet. Nein, das habe ich nicht gedacht. Oh, jetzt aber ich habe wirklich viel Abstand. Let's go. Hier die nächste Frage für alle. Ach du Scheiße. Und Sie kriegen sogar eine dritte Antwortmöglichkeit, um sie einzuholen. Hä, ich würde sagen, dass die beiden. Beides keine, oder? Tja, was denn wohl? Ah, shit. Oh, was? Visa ist ein Plural? Shit. Ich hätte gesagt, das mit dem Ost ist kein ich Plural. Ich hatte keine Ahnung. Backzubehör. Das ist auch spitze. Wie? Was ist denn der Singular von Visa? Visa? Visum, natürlich. Ich bin so dumm. Nein! Ich bin so dumm.
Ah, nicht gut genug, Johnny, nicht gut genug. Der Chat kommt übrigens sehr gut voran. Wir kommen auch nicht mit hinterher. Ja, aber ich hab so, ich cheate ja sogar noch. Och. Ja, das ist nicht schwer. Oder? Doch, nee. Für mich, ich kann sowas nicht. Jetzt kacke ich rein. Ich kann sowas nicht. Also du musstest doch eigentlich wissen. Nein! Ja, ja, jetzt sag ich ja leicht. Ja, was für leicht. Das ich bin gleich auf dem letzten Platz. Haben. Oder man muss es auch morgen. Och, Mogi, XY, halt dich ran. Oh. Ich glaube, der hält sich nicht mehr ran. Zu spät. Ja, das ist auch Mogi. Nach Personen benanntes Essen. Hä? Komm schon. Die Zeit ist fast um. Komm schon. Warte mal. Ach, scheiße. Ja, alles. Ich hätte es mir denken können. Ich dachte aber, aus irgendeinem Grund Leibniz wäre vielleicht ein Ort oder sowas. Die Dunkelheit rückt näher. Die Dunkelheit rückt näher. Aus dem Tastatur. Hast du unten in Reihe einer Querztastatur? Hey, das kann man doch einfach nachschauen. Das kann man doch nachschauen. Das funktioniert am PC nicht so gut. Nee. Am Handy auch nicht. Schellocke war doch beim Weihnachtsgebäckquiz, oder? Ja. Ja, ja. Schiller ist ein Dichter. Sag mal, Neri, was machst du da? Warte mal, ich cheate ja nicht, sondern ihr könnt mich da, obwohl ich alles richtig mache, viel einfacher einholen. Weil wir drei Fragen kriegen, oder? Ja, das habe ich ja, das ist ja super scheiße. Koffeinhaltige Getränke. Jetzt muss man natürlich den Unterschied zwischen Koffein und Tein wissen. Das sollte easy sein. Yes. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ich mach so viel richtig, aber ihr holt alle auf. Komm, Johnny, mach es. Dinge in Tschechien. Dinge in Tschechien. Ich hab keine Ahnung. Wie das formuliert ist. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, gut, dann bin ich raus. Oh, nee. Shit. Ja, cool. Die anderen noch. Oh, Kriya, okay, mir geht's super, Chat, mir geht's super. Ich kann's schaffen. Denn du musst immer noch dein letztes Wort komplett perfekt machen. Jetzt musst du alles perfekt haben, ja. Leibniz ist Keksforscher. Ja, aber ich hab noch mehrere Versuche, wenn die anderen das nicht schaffen. Fuck! Was? Oh, lol! Du kennst die? Ja, natürlich. Du kennst einen? Ich kenn. Ich war in einem davon tatsächlich. Okay, das hat mir geholfen. Ja! Ja! Weil Mogi das gesagt hat! Das reicht nicht für mich, ne? Trips Drill kenn ich nämlich. Let's go! Da hatte ich ein Pokémon-T-Shirt an. Freizeitpark in der Nähe von Gatara. Ich hatte alles Johnny richtig. Johnny hätte trotzdem halt Vorteil. Ja, okay. Clean Sweep, das war so eine gute Runde. Ich hab so wenig falsch gemacht. Oh, der Johnny. Joni lebt! Kümmert's? Meine Damen und Herren, Joni lebt. Das Publikum war wirklich gar nicht so schlecht. Ihr seid smart. Das war das Finale für heute. Oh Gott, ich bin. Maeve hatte die schlechten Chancen. Ich bin nicht kreislauftechnisch in der Lage, so zu feiern. Aua. Unbekannt. Mögi. Unbekannt. Oh. Oh. Fully. Unbekannt. Was euch passiert? Let's go. Dankeschön. Schlechtes Tattoo. Dankeschön. Herr von Patch, fucking 5 Gift-Subs an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ach, weil ihr zu viert umgebracht wurdet mit dem Eis. Oder was das war. Konnte nicht rechtzeitig entkommen. Tja, Publikum. Das Publikum. Armes Publikum. Und die hatten sogar mehr Cash als Johnny. Hat aber nicht gereicht. Hat aber nicht gereicht. Traurig. Nein. Ja. Und damit würde ich sagen, ist das das Ende hier, ne? Ja. Ist doch schon mal ein guter Vorgeschmack für den nächsten Part. Ja, macht das gut, Leute, ne? Bis dann.